There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down below. My bully boys blow. Sonntag, 12 Uhr. Endlich ist es soweit. Hier ist Ihr Sahnehäubchen auf der Torte. Ihre gute Laune-Prognose für die ganze Woche. Hier ist Ihr ZDF-Fernsehgarten mit Andrea Kiewe. Hallo, 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 herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Endlich, endlich, endlich geht es wieder los. Die Fernsehgartensaison 2021 ist eine ganz besondere, denn wir feiern Jubiläum. 35 Jahre jung, einen ganzen Sommer lang. Und mein Team und ich, wir freuen uns wie verrückt, dass wir endlich, endlich, endlich wieder zusammen sind, zumindest über die Kamera. Und dann schauen Sie doch mal, allererste Sahne-Gäste in der ersten Sendung. Tom, komm. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Maite Kelly. Alle flippen aus bei Mike Singer. DSDS-Sieger Jan-Martin Block. Bonnie M. featuring Liz Mitchell mit jeder Menge Kultsongs. The Baseballs lassen es rocken. Lisa Pack, herzlich willkommen, Lisa. Seven aus der Schweiz bei uns. Hallo, Seven. Und Knappe, schön, dass du da bist. So, und dann freue ich mich auf ihn. Der einzige Giovanni in meinem Leben. Der einzige Giovanni im ZDF. Monsignore Giovanni Zarella. Buongiorno, viva la mamma. Ciao. Genau, wenn Giovanni sagt Buongiorno Mama, dann ist Muttertag dazu. Auch deswegen ist Giovanni hier. Wir unterhalten uns natürlich über all die neuen Projekte mit Giovanni bei uns hier im ZDF. Seine erste neue Show startet gleich nach dem Fernsehgarten. Aber Giovanni wird zwei von Ihnen, liebe Mütter, liebe Mamas, überraschen. Und die beiden wissen noch gar nichts davon. Und im Verlauf der Sendung wird Giovanni bei Ihnen im Wohnzimmer sein. Also so ähnlich. Drin, mittendrin. Mittendrin, ja. Genau. Dann, nur einer kann uns in Windeseile und blitzschnell so schnell verzaubern. Der Weltmagier Hans Klock. Und ich sagte, es ist Muttertag, also muss es auch süß und saftig und fruchtig werden. Es gibt Kuchen mit Erdbeeren mit der wunderbaren Sally. Und ja, wir sind die Verrückten. Am Sonntagvormittag. Deswegen braten wir Spiegeleier beim Auto dreht sich im Kreis Autofahren. Das klingt alles immens viel, ist es auch, keine Sorge, wir senden bis 19 Uhr. Easy, 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 easy. Und er eröffnet die Saison, die Jubiläumssaison 2021. Wir freuen uns und fühlen uns auch ehrlicherweise geehrt, dass er den Anfang macht, denn das letzte, dieses ganz besondere Jahr, da hat er sich... Ja, da hat ihn viel bewegt, so wie uns auch. Bei ihm ist ein Album rausgekommen, das dritte Album, und das heißt Jetzt erst recht. Und es ist direkt auf Platz 1 eingestiegen. Alle Herzen, alle Songs sind aus seinem Herzen, so auch wie der, den wir jetzt hören werden. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, liebe Fernsehgärtnerinnen und Fernsehgärtner. Hier ist Ben Zucker. Guten Morgen, Welt. Ich hab kein Bock auf 9-to-5 und dass die S-Bahn wieder streikt. Will Pyramiden sehen im Wüstensand und auf ner Harley Richtung Sonnenuntergang. Komm, lass mich nach draußen, ich will mich verlaufen. Ich brauch keine Suite im Hotel. Ich spring auf den Laster, fahr bis Alaska. Es gibt nichts mehr, was mich noch hält. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Welt. Draußen wird es hell. Guten Morgen, Welt. Ich nehm das Glück in meine Hand. Spring übern Fluss und penn am Strand. Hab fremde Münzen in mein Portemonnaie. Spiel nachts Gitarre auf der Champs-Élysées. Komm, lass mich nach draußen, ich will mich verlaufen. Ich brauch keine Suite im Hotel.
Ich spring auf den Laster, fahr bis Alaska. Es gibt nichts mehr, was mich noch hält. Guten Morgen, Welt! Guten Morgen, Welt! Draußen wird es hell! Guten Morgen, Welt! Und irgendwann, da komm ich an, ich hab das im Gefühl. Und auch wenn nicht, ist halb so schlimm, dann war mein Weg das Ziel. Guten Morgen, Welt! Draußen wird es hell. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Welt. Draußen wird es hell. Guten Morgen, Welt. Applaus für Ben Zucker. Und bevor Sie jetzt zu Hause denken, da sei irgendwas mit Ihrem Fernsehapparat. Nein, nein, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Sie sehen genau richtig. Der Fernsehgarten feiert 35. Geburtstag. Und weil wir Sie alle hier ganz arg vermissen, haben wir uns gedacht, holen wir Sie doch einfach applaudieren, zumindest applaudieren, schon mal zu uns. Ich finde, wir sollten uns das noch mal angucken. Also es ist der 29. Juni 1986. Das war der allererste Fernsehgarten. Das ZDF hat sich kaum verändert und wahrscheinlich Sie auch nicht. Guck doch mal. Wenn Sie sich erkannt haben, gerne her mit E-Mails, Briefen, whatever. Also 29. Juni 86 war das, Ilona Christen, allererster Fernsehgarten. In dieser 86er Jahrgangssaison gab es übrigens nur 4 Fernsehgärten. So ging das hier mal los. Okay. 10 Jahre war er alt, als er seinen ersten Zauberkasten geschenkt bekam. Und ab da war es um ihn geschehen. Magier des Jahres, der silberne Clown beim renommierten Zirkusfestival von Monte Carlo, von Monaco, Ehrenmitglied im Magic Circle oder der Titel schnellster Magier der Welt, das ist alles seins. Mit der Illusion, die er jetzt für uns mitgebracht hat, war er erst kürzlich bei der Kulttalkerin schlechthin bei Ellen DeGeneres und jetzt ist er eben bei uns zu Gast. Hans Klock. Thank you.
can see what your eyes want to see. Tausend Dank an Hans Klok. Madonna hat gesungen, If I Could Melt Your Heart, wenn ich dein Herz schmelzen könnte. Hans, das kannst du. Du bringst unser Herzen zum Schmelzen und wir freuen uns natürlich auf eine zweite Illusion, auf deine Zugabe etwas später. Wow. Gut, Applaus aus 35 Jahren Fernsehgarten. Sie haben es gesehen und wir sind wirklich in den allerersten Jahren unserer wunderbaren Sonntagmittagsshow. Eigentlich die Abendshow, die nur zufälligerweise am Sonntagmittag stattfindet. Okay, mit Hot Shots bringen die Jungs in ihrem typischen Style nun neues Rock'n'Roll-Glück mit. Basti, Sam und Digger singen Hits, die wir alle kennen, zum Beispiel Wake Me Up Before You Go Go, Take On Me oder Forever Young in ihrem ganz typischen Stil. Und nun singen sie eben auch zum ersten Mal auf Deutsch Mega-Hits wie zum Beispiel Rock Me Amadeus von Falco. Hier sind The Baseballs. In Frankfurt, er lebte in der großen Stadt. Das war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, denn er trank, doch in jedem Land Frau und jede rief. Er war ein Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alles rief. Er kam und rock mit mir, Matthias. Es war 1780 und es war in Wien. Und das sind Money anymore, die waren gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Der war alle Frauen liebten seine Bank. Er war Superstar, er war so populär. Er war so exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und dann ist lief doch heute der Kamerad mit Amadeus. Dank The Baseballs. So, wenn Sie, also ihr, das sind die Instagram-Follower, Mädchen und Jungs, Frauen und Männer, also männlich, weiblich, oder die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr und sie am letzten Sonntagabend um 20 Uhr, da war der Fernsehgarten, der Instagarten live, nämlich in der Primetime, wenn ihr dabei wart, dann wisst ihr längst, dass die wunderbare Sally, die erfolgreichste YouTuberin in Sachen Backen und Kochen, heute bei mir ist. Ja, und es geht um leckere hallo. Süßigkeiten zum Muttertag. Erstmal, hallo Sally. Hallo Kiwi. Gebt mir recht. So schön wie die virtuelle Welt und Social Media ist, aber
Wir mögen auch immer noch die richtige Welt. Auf jeden Fall. Ich bin auch froh, wieder da zu sein und mal wieder Menschen zu sehen. Richtige Was Menschen. Anderes außer die Küche. Gut, okay. Es muss eine Überraschungstorte geben, aber du wärst nicht Sally, wenn es einfach nur eine Torte wäre. Was hast du vor? Was wird es geben? Ja, ich habe mir gedacht, wir machen eine ganz besondere Torte. Eine Wickeltorte zum Muttertag. Normalerweise kennt man es ja, dass Torten meist so waagerechte Böden haben, aber diese hier, die wird gewickelt. Und wenn man die später anschneidet, hat sie praktisch senkrechte Böden drinnen. Ah, das ist eine ganz besondere Wickeltechnik. Also nicht wirklich, auch wenn ich jetzt sagen würde, Roulade, auch nicht. Doch, eigentlich wie so eine aufgestellte Biskuitrolle in dicker. Ah, eine aufgestellte Biskuitrolle in dicker. Ja. Okay, also, das Rezept finden Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, natürlich auf der Fernsehgarten-Homepage. Wir fangen trotzdem mal ganz von vorne an. Es geht um einen Biskuitteig. Ja. Und zwar wird der Biskuit traditionell eigentlich nur aus 3 Zutaten hergestellt. Ich brauche dafür 4 Eier, 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl. Kann man sich auch immer perfekt merken. Egal wo man ist, ein Biskuit geht immer. Mit einer Prise Salz und etwas Vanilleextrakt runde ich den Geschmack ab. Ja. Und wichtig ist eigentlich nur, dass die Eierzuckermasse mindestens 10 bis 15 Minuten lang gerührt wird, damit sie einfach schön luftig ist. Machst du das von Hand oder geht auch mit Maschine? Ich habe es mit der Küchenmaschine gemacht, es geht aber auch ein Handrührgerät. Mindestens 10 bis 15, dass es fluffig wird? Wenn man die Zeit nicht hat, dann kann man auch auf Backpulver zurückgreifen und einfach einen Teelöffel Backpulver dazugeben, nur 5 Minuten rühren, das geht auch. Ich meine, du kannst es auch so leicht daher sagen, du hast Murat. Ja, ich habe den Murat, der ist auch meine Küchenmaschine. Okay, das macht die Fluffigkeit des Teiges. Wie geht es dann weiter? Wie lange muss der in den Ofen, bei wie viel Grad? Der muss zuerst noch, da muss dann erst noch Mehl dazu. Das wird nur ganz kurz dazu gesiebt und untergehoben, wirklich ganz leicht. Und dann kommt er direkt auf ein Backblech oder einen Backrahmen. Und der Ofen sollte schon heiß sein, damit der Kuchen gleich backen kann. Und es geht auch wirklich schnell. Der backt nur 6 bis 7 Minuten, teilweise auch 8, je nach Backofen. Ja. Wichtig ist nur, dass der wirklich kurz und schnell gebacken wird, damit er nicht trocken wird und später nach dem Backen eben nicht reißt. Da haben ja viele das Problem, dass die Rolle so trocken und brüchig wird. Ja. Die wird aber nicht trocken und brüchig, wenn man es nur kurz und heiß backt. Also gut, kurz und heiß, das heißt ordentlich vorheizen, kurz rein. Also wirklich 210 Grad, da passiert dann auch nichts. Und natürlich hast du was vorbereitet, damit wir möglichst viele Schritte zumindest sehen können, um sie dann später nachzumachen. Muss der abkühlen? Der muss dann ganz kurz abkühlen und da einfach direkt aus der Backform rauslösen. Viele machen da auch den Fehler, dass sie ihn in der Backform drin lassen und der gart ja dann noch weiter. Ja. Das heißt, das Blech gleich wegziehen und auch die Backform drumherum wegziehen. Ich habe das einmal probiert, weil ich musste, nicht weil ich wollte. Ja. Allein das, den Teig rauszukriegen, hast du da einen Trick? Ja, ich habe da immer so ein stumpfes Messer, gehe dann an der Backform entlang und dann mit dem Backpapier wirklich auf ein Küchentuch. So habe ich es gemacht und wurde angepöbelt. Nicht mit dem Messer, du zerstörst die Form. Ja, manchmal muss man schon, aber Vorsicht. Gut. Genau. Okay, und warum hast du den jetzt in Streifen geschnitten? Genau, ich habe den ja schon aufs Küchentuch gestürzt und in 6 cm breite Streifen geschnitten. Warum? Damit ich den gleich rollen kann. Ah! Das ist praktisch der Trick. Also es ist nicht eine große Rolle, sondern es sind mehrere kleine. Und beim Aufstreichen, ich habe jetzt hier eine Quarksahnecreme, hier stehen auch die Zutaten. Natürlich. Ich habe es ein bisschen mit Zitronenabrieb verfeinert, weil es ganz gut passt. Ah, die sieht auch so gesund aus, die ist voller Vitamin C, Glück, mit Sonne, Muttertag, Liebe, vor allem Liebe. Liebe ist ja ganz gesund. Ja, gesund essen kann man ja den ganzen Tag und dann kann man auch so eine Torte mal naschen. Natürlich. Hast du deiner Mama schon gratuliert? Ist das überhaupt traditionell Muttertag, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist sie ganz traurig, dass ich nicht da bin. Aber ich glaube, sie sitzt vor dem Fernseher mit ihren Enkelkindern, zumindest mit einer. Der ganze Fernsehgarten gratuliert zum Muttertag, liebe Mama. Alles richtig gemacht. Ja. Gut. Okay, so und dann? Und dann kommen jetzt hier noch die Erdbeeren drauf. In kleine Scheiben geschnitten, ist ja auch gerade Saison. Ja, sollte man immer die saisonalen Erdbeeren auf jeden Fall nehmen, vom regionalen Bauer natürlich. Am besten, oder wenn man selber welche hat. Oder wenn man selber welche hat. Ja. Gut. Ich hatte Kartoffeln, ich habe es probiert, es hat funktioniert. So, und jetzt, das möchte ich ja jetzt mal sehen. Genau, und jetzt braucht man im Prinzip einfach nur eine Basis. Ich habe jetzt hier so einen Keksteig gemacht aus Butterkeksen und Butter. Ja. Das Ganze zerkrümelt, die Butter geschmolzen und in einer Form im Prinzip einfach nur rund gebracht. Und da kann auch noch ein bisschen Erdbeermarmelade drauf. Natürlich. Zum Geschmack geben. Ist auch immer ganz lecker. Und jetzt muss man im Prinzip einmal nur ganz vorsichtig sein und den ersten Streifen schön aufrollen. Das ist jetzt wie so eine kleine Baby-Biskuitrolle. Ganz vorsichtig. Und dann mit einem Schwung hier draufsetzen.
Und dann? Wie geht's jetzt weiter? Und jetzt schaut man, wie die Schnecke verläuft. Die läuft jetzt so rum. Und jetzt nimmt man Streifen für Streifen und legt den drumherum. Ach, verstehe. Ja. Ich dachte, du starb. Aber auch das jetzt darüber zu wuchten, ist auch nicht so ganz ohne. Ja, also wenn man nicht so ganz geübt ist, dann halbiert man am besten die Platte. Ich hab auch ziemlich große Hände, große Schaufeln. Na, vor allem schaffst bist du auf Profi, einmal. Bei dir sieht es so leicht aus. Und ja. So baust du die Schnecke. Genau. Das ist ja brillant. Aber wie gesagt, man kann es auch hier halbieren und immer die Hälfte draufsetzen. Geht ein bisschen einfacher, vor allem beim ersten Mal. Da verzweifelt man dann nicht so dran. Ach, aber genial. Es geht, genial. Auf jeden Fall. Genial. In unserer Insta-Story, also Story auf Instagram, so sagt man, glaube ich, richtig, da könnt ihr übrigens Sally beim Backen über die Schulter schauen. Und wir wollen natürlich Sally die fertig gewickelte Torte sehen. Ein kleines Stück bleibt übrigens übrig. Das kann man dann direkt naschen. Verstehe. Und dann setzt man am besten. Guck mal, und das ist das Allerunfairste. Nur weil es so ist, wie es ist, kann ich jetzt nicht zu dir hinter den Pult springen und mir das direkt in den Mund stopfen. Das ist echt unfair. Das ruft meinen Namen. Hörst du es auch? So. Und dann so ein bisschen die Form geben. Gut. Und ab in den Kühlschrank. So wird's gemacht. Okay, genau. wir gucken uns das gleich oder etwas später im Verlauf unserer ersten Show, unseres ersten Fernsehgartens an. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal sehr, 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 sehr herzlich. Danke auch. Mehr Service natürlich bei uns im Fernsehgarten über die ganze Saison. Aber auch täglich, also wochentäglich von Montag bis Freitag bei den Kollegen von Volle Kanne 9.03 Uhr, also direkt nach den Nachrichten geht es immer los. Service und prominente Gäste. Am Montag zum Beispiel, also morgen Thomas Thieme, der ist Schauspieler, der zusammen mit der großartigen Senta Berger, ich war geschockt, als ich gelesen habe, dass Senta tatsächlich schon 80 werden soll. Ich glaube, da ist ein Zahlendreher drin. Es ist höchstens... Also minus 20. Never ever. Also die großartige Senta Berger feiert Geburtstag und es gibt einen ZDF-Montagsfilm und der heißt An seiner Seite. Dienstag ist mein lieber Freund und Kollege Ross Anthony bei den Kollegen von Volle Kanne. Am Mittwoch der fabelhafte Schauspieler und Talkshow-Moderator und auch Sänger Daniel Donskoy. Und der spricht über die ZDF-Neo-Reihe Schlafschafe. Gut. Alles abgehakt, Volle Kanne, Sally macht weiter und dann machen wir auch weiter. Und auch wenn der nächste Song Boring heißt und Boring ist Englisch und bedeutet, Mama, Achtung, für dich, ich übersetze, langweilig, ist sie und ist ihr Leben und sind auch ihre Songs alles andere als langweilig. Sie sagt aber selber, wenn es doch mal vorkommen sollte, dass es ihr ein Müh langweilig ist, dann wäscht sie ihre ganze Bettwäsche, bügelt und sortiert sie dann nach Farben in den Schrank ein. Ich glaube, dass das sehr, sehr selten bei ihr vorkommt, denn sie ist ins Studio gegangen, hat wunderbare Musik aufgenommen und die definitiv nicht zum Langweilen ist. Ich freue mich, dass sie jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen im Fernsehgarten, Lisa Pack. Until 5, how the hell did I get here? Now you're stressing out, the coffee has gone cold. That might be what you need, cause your face looks kinda old. That long looks like cut by hairdressers. Like your hair so tight. How'd you keep your walls so clean? Wish my teeth were that white. Everything you do is so boring. Also kinda little annoying. Always talk about money and your house, your wife. Now fake your smile, cause everything you do is so. Everything you do is so. What if I had told you one day you'll wake up? Bet your mama's proud of another touchy girl. Can't pretend forever, that's not enough Botox. To fill that empty smile, wear a crown with a frown. What would you feel about 9 to 5? Is that what you call up? I'll wake up every day and wonder why. Everything you do is so boring. Also kind of little annoying. Always talk about money and your house. Your wife, the car, your drive. Now fake your smile. Up the ladder, didn't notice I was falling.
start thinking, think we could have been forever. No, it's never. I won't pick up when you're calling. Everything you do is so boring. Also, kind of little annoying. Always talk about money and your house, your wife, your car, your drive. Now fake your smile. Dankeschön, Lisa Park. So, jetzt aber. Wir sehen Tahira und Amelie. Oh, da gab es schon Frühstart. Tahira, bitte sag mal, wie heißt dein Kanickel? Das ist der Flash. Und daneben? Der Chaosflo. Nee, ich rede gerade, Entschuldigung, mit ja. Tahira. Daneben ist wer, Tahira? Chaosflo. So, das Ganze, was wir sehen, heißt Kaninhopp, wobei wir hier im Fernsehgarten gesagt haben, wir nennen das Ganze Kaninchen-Springreiten. Die Eltern oder die Schwestern und Brüder der Kanickel sind Tahira, Amelie, Mia und Janis. Und ich begrüße sehr herzlich den Bundesbeauftragten für Kaninhopp. Sowas gibt es tatsächlich in Deutschland. Kai Sander, hallo Herr Sander. Hallo. So, jetzt hören wir mal ganz von vorne an. Was sind das für... Das ist sowieso mein Favorit. Wer springt jetzt? Und der schummelt auch gleich. Schön. Ja, das ist Manfred, der springt gerade nebenher. Und daneben ist Whitefoot in der Bahn. Manfred springt nebenher. Aber Manfred ist... Und wieder zurück. Ja, schnell, Manfred. Ja, jetzt zeigt das, komm zu mir. Ja, wunderbar, Manfred. Ja, wunderbar. Komm zu mir. Ist der niedlich? Oh Gott. Da, von wegen, die wollen dich. Der ist doch in bester Laune. Der hat so eine Leistungsexplosion. Was ist Manfred für eine Kaninchenart? Der sieht ja ganz anders aus als die anderen. Ja, er ist so ein leichter Mischling. Das ist ein Löwenkopf-Widder, würde ich jetzt dazu sagen. Löwenkopf-Widder? Ja. Okay. Kann jedes Kaninchen, also wie sagt man, jedes Kaninchen aus der großen Gruppe der Kaninchen beim Kaninhopp mitmachen? Prinzipiell ja, wenn er Spaß dran hat. Wenn er Spaß dran hat. Das wäre die nächste Frage gewesen. Haben die Kaninchen Spaß daran? Ich glaube, in diesem Fall sieht man, dass die Spaß haben. Das ist der natürliche Bewegungsdrang von den Tieren. Ja. Man muss natürlich aufpassen, dass man sie auch nicht überfordert. Was bedeutet das? Was mussten wir jetzt beachten? Sie können das ruhig erzählen. Also Kaninchen sind ja, sag mal, Sprinttiere. Das heißt, vielleicht 10 Minuten trainieren und dann auf jeden Fall wieder eine Pause. Ja. Dann fängt man mit ganz niedrigen Hindernissen an. Man kann das dann so nach und nach immer mehr steigern. Ja. Man sieht das ja an den Hindernissen, die könnte man noch viel höher aufbauen. Ja. Aber wie gesagt, man soll immer langsam anfangen. So am Anfang fängt man vielleicht mit 10 Zentimetern an. Gut. Ob man jetzt einen Tetrapack dahinstellt oder irgendwie einen Ast oder irgend sowas in der Art. Und dann so nach und nach kann man sich steigern. Ich hab in meinem ganzen Leben, doch wir hatten aufgrund der Kinder mal eine kurze Zeit 2 Kaninchen. Bei wem blieb das Reinigen des Stalls hängen? Bei den Eltern, ja. Bei mir, genau. Weswegen das dann auch unser einziger Versuch war. Ich bin eine Hundemutter. Ja. Ist dieses Kaninhopp so ein bisschen, was man da mit den Kaninchen macht, wie mit dem Hund spielen? Kann man das vergleichen? Oder würden Sie jetzt sagen, auf gar keinen Fall, Frau Kiewel? Doch, man kann es ein bisschen vergleichen, bloß man sollte immer die fachliche Anweisung dabei haben. Mhm. Ich halte wenig davon, wenn jetzt jeder sein Kaninchen nimmt im Garten und anfängt, dann lieber gucken, wo ist ein Verein so halbwegs in der Nähe, wo man sich erstmal ein bisschen Ratschlag holen kann. Ja. Eben damit man auch die Reaktionen des Kaninchens versteht, was jetzt was bedeutet. Und wie gesagt, dass dann alles wirklich mit Spaß für beiden Seiten abläuft. Ist denn das, was wir jetzt hier sehen und was wir machen? Da muss die Tahira ganz schön nachhelfen, weil er nicht will. Das ist eigentlich dann, wenn es zum Wettbewerb kommt, gar nicht erlaubt, oder? Doch, es gibt dafür Fehlerpunkte, sage ich mal. Also aber dreimal Kaninchen anpacken wäre 3 Korrekturen und 3 Korrekturen sind dann ein Fehler. Also der Idealfall ist eigentlich, dass die Tiere nonstop alleine durchlaufen, dass man da keinen Einfluss nehmen muss. Aber okay, manchmal muss es jetzt sein. Guck mal, und auch bei Janis rennt das Kaninchen nebenher. Ist nicht gesprungen, oder? Der ist happy. Janis, erzähl mal, wie lange hast du dein Kaninchen schon? Wie heißt es? Wer macht den Stall sauber? Wo ist das Kaninchen, wenn du zur Schule gehst? Was frisst es am liebsten? Also dieses Kaninchen ist nicht mein Kaninchen. Oh. Aber es heißt DZ Wingo, also Wingo, umgangssprachlich. Ja. Also... Das heißt, du hast gar kein eigenes Kaninchen? Doch, also ich habe, ich bin Züchter und habe damit sehr viele eigentlich hier zu Hause und füttere die dann auch und sowas. Also während der Schule sind die dann halt zu Hause in ihrem Stall. Ja. Zu fressen gebe ich denen dann halt normales so
Futter, so, was man so kaufen kann halt, ne? Beschreib mal, warum Züchter? Was bedeutet das? Wie alt bist du, Janis? Also ich bin 13 Jahre alt. Da macht man ja eigentlich andere Dinge. Warum Kaninchen züchten? Ich weiß nicht, also ich habe schon immer Tiere gemocht und bin dann auf das Hobby gekommen mit den Kaninchen. Ja? Über diesen Verein hier. Wie viel hast du? Ich habe 29. Du hast ja deine eigene Nation. Verkaufst du auch? Ja, ich verkaufe halt, weil sonst könnte man das... Ja, man kann sie halt nicht alle verkaufen. Würden deine Kaninchen euer Haus übernehmen? Weil welche Eigenschaften muss eine Kaninchenbesitzerin oder ein Kaninchenbesitzer, also wenn jetzt Jungs und Mädels zugucken und anfangen, die Eltern zu nerven, bitte, 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 bitte. Was sind die Bedingungen? Die Bedingungen so, man muss halt Zeit haben und sowas. Ja. Platz, ne? Man muss sich kümmern drum. Also man kann jetzt nicht sagen so, ja, ich mach das jetzt und dann behalte ich das jetzt 2 Wochen und dann habe ich jetzt eigentlich keine Lust mehr drauf, weil das muss man jetzt ausmisten, das können dann Mama und Papa machen und sowas. Ja, genau. Und das muss man dann halt, man muss alles bedenken halt. Das wird mal Ihr Nachfolger, Sie merken schon, ne? Ja. Ganz aufgeräumt, ganz logisch geht er davor. Ja, nee, ist ja auch richtig so. Ich bin der Meinung, die Kinder lernen da eigentlich super toll Verantwortungsgefühl. Mhm. Also was die dann gemacht haben, dass Mama dann die Tiere sauber macht, ist eigentlich nicht richtig. Okay, die Tiere müssen sauber gemacht werden. Ja. Aber besser ist es denn von Anfang an, wenn du das Tier haben willst, musst du auch die Verantwortung dafür tragen. Es muss täglich gefüttert werden, es muss regelmäßig sauber gemacht werden. Das gehört dazu. Und ja, wenn man dann sagt, ach Mensch, ich habe jetzt aber keine Lust, ich habe erst gestern gefüttert, dann kann die Mann als Mutter ja vielleicht auch mal den Teller leer lassen von dem Kind, dann merkt es die das erst. Okay, also ist auch eine gute Möglichkeit, um Fürsorge beizubringen, ne? Verantwortung zu übernehmen. Brauche ich, um ein Kaninchen zu haben, also ich weiß noch, das Argument meiner Eltern bei allen Haustieren war immer, nee, wir wohnen in einer kleinen Wohnung, wir haben keinen Garten, ist ausgeschlossen, fällt aus, Andrea. Ja. Braucht man, wenn man Kaninchen, sagen wir mal 1 oder 2, erstmal vorweg, müssen Kaninchen zu zweit sein? Da scheiden sich immer so die Geister. Es ist wie bei uns Menschen. Manche sind Einzelgänger, manche sind Gruppenmenschen. Was sind Sie? Ich bin im Verein, also in der Beziehung bin ich schon Gruppenmensch. Gruppenmensch. Ne? Ja, aber ich sehe das bei meinen Tieren auch immer. Ich habe welche dabei, die kann ich in der Gruppe halten. Mhm. Und es gibt welche dabei, da kann man es versuchen. Es geht partout eben okay, nicht. Okay, das entscheidet jeder selbst. Ja. Brauche ich einen Garten oder geht eben auch der Balkon, um dort den Kaninchen... Also man Stall muss von dem passenden Platz Gut. haben. Also bitte nicht diese ganz kleinen Käfige, die es manchmal so in den Läden gibt. Also eigentlich sagt die Gesetzeslage, dass sowas eigentlich gar nicht mehr sein darf. Ja. Ich finde es natürlich schön, wenn man vernünftig grün füttern kann, auch im Sommer. Dementsprechend auch draußen Rasen hat, wo vielleicht ein Kaninchen mal rumlaufen kann. Das ist von Vorteil. Aber wie gesagt, wenn man es vernünftig macht, ich weiß, manche Leute in der Stadt, dass die auch irgendwo einen Raum haben, wo sie ihr Kaninchen drin haben. Ich sage jetzt einfach mal, wenn man es vernünftig hat und wie gesagt nicht in so einem kleinen Käfig, spricht da glaube ich auch nichts gegen. Ich bedanke mich für Ihre Geduld, Herr Sander. Ich weiß, dass das alles auch unter den ganzen Auflagen und den Kaninchen soll es ja auch gut gehen. Bedanke mich für die tolle, tolle Zusammenarbeit und dass wir die Möglichkeit haben, so niedliche Tiere bei uns vorzustellen. Und bedanke mich vor allem bei Tahira, Amelie, Mia und Janis. Janis, gut. 29, wow. Großartig. Aber okay. Das ist prima. Ja, gut. Alles Kaninop, danke Ihnen, danke sehr. Destiny's Child, Lionel Richie oder auch Fanta 4 sind mehr als begeistert von ihm. Pop Soul, so könnte man so in etwa seine Musikrichtung beschreiben. Das ist sein Metier. Und einen kleinen Vorgeschmack auf sein neues Album, den hat er uns jetzt mitgebracht. Unser kleines Wunder, so heißt der Titel. Für mich ist es eher der ganze Song und eher ein großes Wunder. Hier ist 7. Ich denk an dich, du begleitest mich. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Ich schick dir Liebe, denn viel mehr brauchst du nicht. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Das geht an jeden hier, ich will, dass ihr es alle wisst. Und ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Sieh in den Himmel und was immer da draußen ist. Auch ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Manche warten auf das Leben. Andere gehen dran zugrunde, aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder, warten auf das Leben. Andere gehen dran zugrunde, aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder, unser kleines Wunder.
spielen lässt uns mehr und mehr begreifen, was wir füreinander fühlen. Wird uns immer begleiten, dass wir füreinander da sind und alles miteinander teilen. Überwindet jede Krise, auch in schweren Zeiten. Ich denk an dich, du begleitest mich. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Ich schick dir Liebe, denn viel mehr brauchst du nicht. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Manche warten auf das Leben, andere gehen dran zugrunde. Aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder. Warten auf das Leben, andere gehen dran zugrunde. Aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder. Unser kleines Wunder. Unser kleines Wunder. Ah. Die Vermählung unserer beiden Wege prägen unser Leben. Die Erfahrung und Erinnerung kann uns jetzt keiner nehmen. Was wir haben, unbezahlbar, was wir hier erleben. Ja, was immer auch geschieht, wir können aufeinander zählen. Das geht an jeden hier, ich will, dass ihr's alle wisst. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Verlier den Glauben nicht, ich vertrau auf dich. Ich bin hier und du, wo immer du auch bist. Manche warten auf das Leben, andere gehen dran zugrunde. Aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder. Warten auf das Leben, andere gehen dran zugrunde. Aber du und ich, wir feiern unser kleines Wunder, unser kleines Wunder. Mmh, unser kleines Wunder. Ah, unser kleines Wunder. Ah, unser kleines Wunder. Vielen Dank, Seven, musikalisch bei uns gleich noch Maite Kelly, auf die ich mich sehr freue, Mike Singer. Und jetzt der Mann, naja, also immer wenn wir zusammen moderieren, wenn wir uns treffen oder aber wenn er zu Gast ist in einer meiner Shows, dann ist auf jeden Fall Sonne angesagt. Es gibt ganz, ganz viel Neues von ihm zu sehen bei uns im ZDF. Endlich, endlich würde ich jetzt mal flüsternderweise dazu sagen, ich red einfach nicht mehr. Hier ist Giovanni Zarrella! Das geht nur in flachen Schuhen. Buongiorno! Tanti auguri, viva la mamma! Einen schönen Muttertag, auch dir natürlich. Ich glaube, dass das ein bisschen komisch klingt, wenn du mir zum Muttertag gratulierst. Nein, ach so. Nein, okay, dann nicht. Nein, 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 alle Mamas, alle Mamas. Hast du denn deiner richtigen Mutter Mama schon gratuliert? Ja, hast du? Natürlich, FaceTime angerufen bei Mama, bei Gianna Ena natürlich, bei meiner Frau und auch bei meiner Schwester Maria, die jahrelang, das war ihr größter Wunsch, Mama zu werden und vor 8 Monaten war es dann soweit und sie ist Mama geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch. Tante Auguri zu deinem ersten Muttertag. Aber sag mal, dass du und dass man der eigenen Frau zum Muttertag gratuliert? Darf man schon, doch. Weil sie die Mutter deiner Kinder ist, ja, so. Ja, ja, absolut. Also ihr ist es auch wirklich wichtig. Also das ist, ja, ja, Gianna feiert, also die Brasilianer haben ja so eine große, große Leidenschaft und Liebe für die Familie und da wird alles gefeiert und wirklich ausgiebig und groß und mit viel Deko. Toll. Und auch der Muttertag ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Du darfst jetzt einmal raten, wie ich meiner Mama zum Muttertag gratuliert habe. Ich hab. WhatsApp, eine Sprachnachricht? Nicht mal. Geschrieben. WhatsApp, ein Foto, Muttertagsbussis, Punkt. Und das Foto war vom Hund. Das ist bei uns mittlerweile auch so. Meine Mama liebt unseren Hund auch wirklich sehr. Also und davor hatte sie ganz viel Angst vor Hunden und jetzt ist es wenigstens eine dran große gedacht, Liebe. Oder? Okay, lass uns, also du machst sozusagen, du moderierst oder du bist das ZDF heute bis, ich glaube, mindestens 15 Uhr. Du machst noch die Stunde nach mir auch noch weiter, Heimliche ja. Helden. Ja. So heißt die Sendung, so heißt die Show, so heißt dein jüngstes Baby, was im Anschluss an den Fernsehgarten läuft. Erzähl mal. Ja, es wird eine ganz, ganz herzliche Sendung. Deswegen passt sie auch so wundervoll in den Anschluss an deinen Fernsehgarten. Direkt danach geht es weiter mit Heimliche Helden. Es ist ein ganz, ganz warmes, leidenschaftliches und herzliches Überraschungsformat, bei dem Menschen etwas tun für
jemanden innerhalb der Familie, für seinen Partner, für seinen Liebsten, um ihn zu überraschen. Ah, deswegen heimlich, ja? Genau, genau. Und erzähl mal, was, darfst du das erzählen, ein ganz kleines bisschen verraten, was für heimliche Helden du kennengelernt hast? Ja, auf jeden Fall. Also wir werden zum Beispiel den Hartmut kennenlernen, der ein absolutes Tanzmuffel ist. Wenn seine Frau los ist zum Tanzen, ist er zu Hause geblieben und hat gerne Fußball geschaut. Er will sie überraschen und wirklich tanzen lernen, ja, und sie dann bei einem großen Auftritt auf einmal staunen lassen. Ja? Richtig flashen, genau, das ist das richtige Wort. Dann okay, haben wir zum Beispiel den Dominik, der mit seiner Mama schon sehr, sehr viel durchgemacht hat und viel erlebt hat, ja, und die wirklich immer die allergrößte für ihn war. Warte. Und wir gucken uns einen Ausschnitt. Okay, komm, das ist die beste, ja, Idee. Gut. Andi, guck mal da. Sie wagen etwas Neues. Sie gehen an ihre Grenzen und darüber hinaus. Alles, um einem lieben Menschen eine Freude zu machen. Und sie haben niemandem davon erzählt. Fast niemandem. Giovanni Zarella ist der Helfer unserer heimlichen Helden. Dominik, ein Student, möchte für seine Mutter fürstlich kochen. Sandra möchte ihre Höhenangst überwinden, um endlich gemeinsam mit ihren Töchtern hoch hinausklettern zu können. Aufgeben gilt nicht, so schwer es auch wird. Giovanni Zarella ist von Anfang an dabei, bis zum großen Finale. Sandra und Dominik bereiten ihren Liebsten die größte Überraschung ihres Lebens. Tja. Ganz schön. Ja, viele dieser Bilder sind natürlich noch entstanden vor der Pandemie, vor dieser Zeit. Deswegen auch Umarmung, Küsschen Küssen damals möglich. Noch. Küssen war möglich. Küssen war möglich. Wir drehen schon seit vielen, vielen Monaten, weil, ja, wir natürlich viele heimliche Helden finden wollten, die wir dann erzählen über viele Wochen. Khamesh, aller guten Dinge sind fünf. Es gibt fünf Teile von heimliche Helden. Heute, wie gesagt, Teil Nummer eins. Genau. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so ähnlich ticken wie ich, ich gucke ja dann immer am Stück alles durch. Da gibt es, glaube ich, auch ein Bingen, wie heißt denn das, wenn man das so am Stück durchguckt, können Sie. In der, ja, ZDF-Mediathek kann man sich fünf Stunden lang Giovanni nach Hause holen. Und viele heimliche Helden. Und die heimlichen Helden auch. Natürlich, natürlich, natürlich. Du wirst jetzt, Liebster, sozusagen mein heimlicher Held. Ja. Du weißt, ne? Ja. Ja. Du überraschst jetzt eine Mama zu Hause in ihrem Wohnzimmer. Mhm. Und wir machen das via Technik, anders geht's eben, ja, aktuell leider nicht, aber nur weil es anders nicht geht, heißt es ja nicht, dass es ausfällt. Und diese Mama weiß überhaupt von noch gar nichts. Ich würde jetzt einmal ganz kurz verraten, wie die Mama mit Vornamen heißt. Also, oh, der Vorname ist Petra. Jetzt zucken alle Petras zusammen. Quatsch, Petra ist es nicht. Du bist gemein. Du übernimmst. Ich übernehme. So, hier darf ich reinschauen. Also erst nochmal von mir nochmal allen Mamas. Einen wundervollen Muttertag. Bei euch beginnt das Leben und die Liebe hört niemals auf. Vielen Dank dafür, ihr seid die Größten. Und jetzt verbinden wir uns in ein Wohnzimmer gleich zu einer Mama. Ihre Tochter hat uns geschrieben, in den vergangenen Tagen hat geschrieben, meine Mama ist die allergrößte, denn sie stellt sich selbst immer in Reihe 2, ist immer für mich da, egal was passiert, egal was ansteht, egal wie viel sie selbst auch zu tun hat. Und sie ist immer für mich da und auch für meine Oma Erna. Und jetzt verbinden wir uns zur lieben Laura. Ist sie denn schon da? Und da ist auch schon die Andrea. Hallo, Andrea. Sag mal was. Hallo. Andrea, wie geht's dir? Gut. Einen wundervollen Muttertag wünsche ich dir. Dankeschön. Freust du dich denn, mich zu sehen, uns zu sehen? Ganz großartig, ganz. Konntest du irgendwas erahnen von dieser Überraschung? Nein, überhaupt nicht. Hat die Laura dicht gehalten? Ja. Ja? Wo ist die Laura, ja, denn? Ist die Laura in deiner Nähe gerade? Die hält wahrscheinlich das. Ach, da ist sie. Ciao, Laura. Schön, hallo, dich zu sehen. Hallo. Erzähl mal, warum ist deine Mama so toll? Ja, meine Mama ist einfach wirklich die beste Mama, die ich mir vorstellen kann. Sie ist wirklich Tag und Nacht nicht nur für mich da, sondern auch für meine Oma. Und wir schätzen das wirklich total. Ach, ist das schön. Und gerade 2018 ist der Papa gestorben. Und seitdem verweist sie Tag für Tag. Und die Mama ist immer. Und die Mama ist immer für dich und für euch da. Und das ist ganz wundervoll. Ja. Und deswegen, liebe Andrea, ist es ganz wundervoll, dass du so eine tolle Mama bist. Und die Laura hat sich gemeldet und hat uns gesagt, dass du ein großer Schlagerfan bist, dass du Ciao so gerne magst, dieses Lied. Stimmt das? Jawohl. Und du weißt ja, wer Ciao singt. Ja. Wer singt denn Ciao? Ja, du. Ach, stimmt.
Dann würde ich dir kurz ein Ständchen singen. Oh, super. È una festa infinita, di me io non c'è, sento il ritmo della vita, quando ballo insieme a te, bella ciao, na 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 na, bella ciao, na 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 na. Ach toll. Alles, alles Gute euch, oh, Giovanni, einen wundervollen Muttertag. So schön. Andrea, Laura, toll, happy Muttertag. Mua. Happy Muttertag und auch natürlich an die Erna. Erna ist die Oma. Erna ist die Oma. Wie, guck mal, die coole Mutter. Siehst du, so ja, geht das. Ganz toll. So geht das. Habt ihr gut gemacht, Mädels. Richtig gut. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Muttertag. Ciao. Und Giovanni bleibt bei uns und Natürlich. Er singt auch noch mehr und richtig und überhaupt und es wird gesungen. Süß, oder? Ah, ganz süß. Süß, süß, süß. Ich finde es schön, wenn Kinder so eine Wertschätzung für ihre Eltern haben. Ich finde es eine ganz, ganz wundervolle Sache. Ja, und der Muttertag ist ja so eine Gelegenheit, auch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und einfach so zu schauen, wie verläuft unser Leben. Ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, haben wir Frauen oder wir Mädchen, wir Töchter zur Mama ein anderes Verhältnis als zum Beispiel zum Papa. Ja. Ist nicht immer einfach. Nein. Aber am Muttertag ist einfach mal alles gut. Ja, gell? So, dieses Ciao finde ich ja ganz, ganz großartig. Das hat auch eine Bedeutung. Wen grüßt du mit diesem Ciao? Ja, mit dem Ciao, das war, ist ja auch der Titel meines aktuellen Albums, bei dem ich eben Ciao sagen will und auf Wiedersehen den schlechten Dingen im Leben und Ciao und Hallo den guten Dingen. Weil In Italien nutzen wir dieses Wort zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Ja? Und so ist es eben mit dem aktuellen Album. Und sag mal, was sind denn die guten Dinge? Über die schlechten wollen wir gar nicht reden. Die guten Dinge ist natürlich Andrea. Natürlich ganz klar, du natürlich und der Fernsehgarten. Das ist die Familie, das ist die Liebe, das ist die Sonne, alles, was einem gut tut und die Seele streichelt. Absolut, absolut. Okay, den hören wir jetzt. Einen anderen Titel, der im Original von Helene Fischer. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Ja, genau. Wie würde man das 1:1 auf Italienisch übersetzen? Genau. Geht das überhaupt? 1:1 auf Italienisch geht, aber die Bedeutung wäre irgendwie merkwürdig. Also hier sagen wir das ja, ich will dieses Fieber spüren. In Italien sagen wir das nicht so, aber das würde bedeuten, 1:1 würde das bedeuten, voglio sentire sempre questa febbre. Das nehme ich mit Parmigiano und hinterher noch einen Salat. Nein. Ja, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. So schön ist die deutsche Sprache auch. Es ist ein Ausdruck für diese Ekstase, davon will ich mehr. Ne? Ja, genau. So, und auf Italienisch? Basta, basta. Natürlich, weil sie es können. Schau, da ist deine Showbühne, da sind deine Tänzer. Basta, basta, Giovanni Zarella. Bis gleich. Basta, basta, ich will das Fieber wieder spüren im Original von Helene Fischer, aber heute vom wunderbaren Giovanni Zarella. Es ist Muttertag, Giovanni bleibt bei uns. Es gibt den wunderbaren Titel Ciao später noch und eine zweite Muttertagsüberraschung. Nochmal überraschen wir eine Mama, die nichts davon weiß und die auch nichts ahnt. Und das kann niemand besser als Giovanni. So, jetzt geht es ums Wegwerfen und Zurückkommen. Heinz Willi, bitte, mach mal. Hi, ich versuch's mal. Ja? Zack. So, jetzt Voila. Ich. Genau so. Und es wird mir natürlich nicht gelingen, oder? Wahrscheinlich nicht, aber mach nichts. Warum nicht? Weil du es noch nie gemacht hast. Nee, noch nie. Einfach wie einen Stein vorne wegwerfen. Also in Faust und der Daumen drauf und jetzt einfach zack. Ja, und zack. Ja. Ah. Aber immerhin, er hat eine Kurve gedreht. Genau, und wenn der M. Ich hätte fast Tom erwischt, hätte es geschafft. Okay, also das Thema ist Bumerang, ja, mach nochmal. Genau. Zeig uns nochmal. Jetzt hat es einmal geklappt. Ich finde das ja super. Na und, mach nochmal. Und wenn du nicht fängst, ist nicht schlimm, es ist auch Wind. Da, easy. Ah. Naja, fast. Okay, also Heinz Willi ist der Vorsitzende des Deutschen Bumerang-Clubs e.V., mehrfacher deutscher Meister, Vize-Weltmeister im Einzel und Bumerang-Mannschaftsweltmeister. Und er heißt wirklich Heinz Willi Dammers. So, richtig. Der Mann hat auch einen Nachnamen. Danke. Worauf kommt es beim Bumerang-Werfen an? Am besten ist einfach, wenn wir da mal rüber zum Tisch gehen. Ja. Es kommt darauf an, dass man ihn halt wie einen Stein ganz aufrecht nach vorne wegwirft. Vor allem kommt es aber hauptsächlich darauf an, dass es überhaupt ein Boomerang ist. Wow! Dummerweise kommen wir immer so, ich habe hier sowas. Ja? Sowas, das ist überhaupt kein Boomerang. Sieht nur so aus. Warum ist das kein Boomerang? Weil er kein Profil hat und aus Plastik ist. Ah. Das ist ein Schrott. So. Ah, verstehe. Dann kann der gar nichts. Nein. Was einer kann, ist das hier. Der hat ein Profil und ein Boomerang, der fliegen soll, der hat ein Profil wie ein Flugzeugflügel. Ach, so verstehe. Das ist so ein bisschen erhaben. Genau, so, ne? Und wenn er das hat, ja? Dann hat er auch die Möglichkeit zurückzukommen. Früher hatten die nur solche Wurfhölzer.
Und die flogen nur geradeaus. Die waren nur zur Jagd. Ja. Und die kommen also nicht mit dem Känguru wieder zurück. Sondern das Känguru kommt damit zurück und sagt, hör mal, Freund. Aber was ist die, einmal, ohne dass das ausschweifen wird, aber ja. Es ist ja ZDF und wir machen ja, versuchen ja zumindest auch immer ein bisschen schlau zu machen. Warum kommt der zurück? Was sind die Flugeigenschaften? Was hat der Bumerang, was ein Baal nicht hat? Er hat, hauptsächlich ist es dieses Profil, was ich eben erklärt habe. Und halt, dann kommt noch so ein Kreiselgesetz dazu, was ihn denn dann während des Fluges so langsam eigentlich versucht, nach vorne zu drücken, aber das Profil zieht ihn wieder rein. Ich will noch mal probieren. Welches war meiner? Ich darf ja nur meinen nehmen. Ich glaube, der liegt... Der liegt ja an dem Buchstaben. Der liegt dann noch. Sie möchten noch mal probieren. Jetzt schimpfen die Kollegen, weil ich... Gebt mir was zu spielen und ich bin dabei. Nochmal, das Gewölbte muss außen sein. Ja, genau. Und das ein kleines bisschen nach hinten kippen. So? So? Da lang. Und mit Schmackes, oder? Mit Schmackes. Ja, und... Aber nicht so schlecht. Überhaupt nicht. Das war mein zweites Mal. Eben. Und wenn wir nachher fertig sind, machen wir ein drittes. Das macht ja mega Spaß. Vor allem das Verrückte ist ja, Bumerang kann man ja alleine spielen. Das kann man machen, aber wir machen es meistens zu mehreren. Aber auch mit Mannschaft, ne? Und irgendwann hat es sich dann eben auch halt zum Sport entwickelt. Ich glaube, wir sollten heute hauptsächlich über den Sport sprechen. Über den Sport. Ne? Wir sprechen heute über den Sport, meine Herren. Dankeschön, das war das Masterwort. Genau, wir arbeiten mal so einige Begriffe ab, von denen ich ehrlicherweise zuvor noch nie gehört habe. Genau. Der erste Begriff ist Fast Catch. Fast Catch ist quasi die Sprintdisziplin und das heißt, dass man so schnell wie möglich fünfmal werfen und fangen muss. Das versuchen die Herren da jetzt hinten mal zu zeigen. Der Weltrekord, was heute natürlich eher nicht drin ist, steht aber dabei. Das war toll, guck mal. Und er ist auch noch Linkshänder, wow. Ja, das, da kann er auch nichts für. Nee, aber ist doch, wow, guck, zwei. Ja. Und? Ja, aber warum wirft er so doll? Da kann man doch easy schummeln, indem du eine kleine Würfe machst, kannst du auch schneller fangen. Die Bumerangs müssen alle mindestens 20 Meter weit fliegen, in jeder Disziplin. Und müssen immer von der Mitte aus geworfen werden. Ah. Je näher man in der Mitte fängt, desto schneller ist man natürlich. Ah. Es gibt ja noch so eine Ausdauerdisziplin, da macht man das Ganze 5 Minuten lang. Oh, ja, das heißt Endurance, Ausdauer. Ja. Und es gibt noch 3, 4 andere, aber da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht alles so explizit erklären. Da sind wir nämlich ja morgen früh noch dran. Was wir aber noch erklären wollten, glaube ich, war... Australische Runde, das ist die Königsdisziplin. Exakt. Wir reden über die australische Runde, meine Herren. Masterwort. Alles Rennen in die Mitte. Also bei der australischen Runde ist es im Prinzip wirklich die Königsdisziplin, wie du schon sagst. Klar. Ja. Es gibt Punkte für die Weite. Maximal 50 Meter, maximal 6 Punkte. Ja. Es gibt Punkte für die Genauigkeit der Rückkehr. Man steht in so einer Art Dartscheibe drin. 10 Punkte für die Mitte. Ah. Und für den Fang an sich gibt es nochmal 4 Punkte. Die fliegen deutlich weiter. Vielleicht kann man das jetzt gerade noch so erkennen. Und jetzt zack! Ja. Wow! Ich muss zugeben, dass das hier das Gelände... Gut ist, oder? Eher nicht. Warum denn nicht? Nein, also vom Platz her schon, aber der Wind ist nicht so doll, weil unten ist ein Tal, jetzt oben zieht der Wind drauf und es verwirbelt alles. Aber egal, es sah schon ganz gut aus. Als ob das in Australien oder Neuseeland anders wäre. Er kommt nicht aus Australien, der Bumerang. Sondern? Überall auf der Welt. Aha, der ehrlich? Älteste Bumerang, ja? Wurfholz, kommt, der ist in Polen gefunden worden, in einer Höhle in Polen. Doch, es gibt welche in Ägypten, die sehen so aus. Ja. Also auf der ganzen Welt. Also das ist keine rein australische Domäne. Und wie heißt ein Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Ich kenne. Okay, gut. Das war das. Und dann gibt es den sogenannten Suicide-Wurf. Suicide, ja. Es hört sich ein bisschen materialistisch an, gebe ich zu. Martialisch. Entschuldigung. Ja. Aber es ist, eigentlich ist es eine Spaßdisziplin. Wir probieren mal den Suicide-Wurf, meine Herren. Sie müssen sich ein bisschen sammeln. Gibt es auch Frauen und Mädchen, die das natürlich machen? Ne? Wir sind also einer der wenigen wirklich emanzipierten Sportarten. Mhm. Bei uns kann jeder mitmachen, egal ob alt, jung, Mann, Frau, schwarz, weiß, egal was. Und warum ist das so sehr deine... Warum hast du dein Herz an Bumerang verloren? Am Ende geht es doch um nichts, oder? Eigentlich geht es um nichts. Ein reiner Amateursport, man kann kein Geld gewinnen, gar nichts. Aber es ist fürs Herz, es ist für die Seele. Ja, schön. Es ist für die Gemeinschaft. Wir lassen Sie mal anfangen. Mhm. Seid ihr fertig? Suicide. 3, 2, 1, go! Der Sinn der Sache ist, dass eben alle gleichzeitig werfen. Und? Und alle versuchen zu fangen. Einer hat gefangen. Zwei. Zwei haben gefangen. Die werden jetzt in der nächsten Runde. Drei haben gefangen. Die werden in der nächsten Runde. Eine Runde machen wir noch. Los! Ach, verstehe. Fertig? Und der nicht fängt, ist einfach raus. Das ist wie Völkerball, nur mit einem Bumerang. Ähnlich. Fertig. 3, 2, 1, go! 2 Linkshänder, was ist das denn? Ja. Hat er? Oh, eigentlich. 2. Ja, er hat gewonnen. Michael. Siehst du, Michael? Das liegt nur am T-Shirt. Super, also, klasse. Michael, Rüben, Marc, Wolfgang, Andreas und HG, vielen Dank.
Und an der Stelle auch to all boomerang throwers in the world. Greetings. Und many happy returns. Ich bin mir sicher, also man sieht ja hier, ich habe es jetzt schon in manchmal im Park in Berlin oder auch in Frankfurt gesehen. Ja. Ihr seid so weit vorn, das wird der nächste Trend. Die Slackline und der Bumerang, wirst du sehen. Wir hoffen. Ja. Wir hoffen. Danke, danke, danke. Danke mich. War schön, oder? Ja. Guck mal, das ist doch wie Urlaub. Tolles Gelände hier. Das Verrückte ist ja, wenn Leute mich fragen oder wenn ich in Interviews, ich sage, Arbeit, ich gehe nicht arbeiten. Ich gehe spielen. Es sieht doch so aus. Vielen, vielen Dank. Gut, danke Jungs. Okay. Jetzt, mein nächster Künstler, und damit sind wir wieder bei der Musik, der bekam im letzten Jahr eine tolle Ehrung, eine tolle Auszeichnung. Er wurde nämlich für sein soziales Engagement zum Cottbusser des Jahres ausgezeichnet. Eigentlich macht er aber Musik und seine Songs sind Momentaufnahmen seiner Emotionen und seiner Erlebnisse. Daraus entstehen dann ganz wunderbare Textzeilen. Sie wissen meine Affinität zur deutschen Sprache. Ich will losziehen und nie ankommen. Es ist Zeit für gute Zeiten. Oder ich sage Ciao an das Leben, das wir kannten, denn ab jetzt wird alles anders. Ciao oder herzlich willkommen. Hier ist Knappe. Die Tapete an der Wand hält schon viel zu lange dran. Ey, jeder Tag läuft auf Repeat. Viel gesehen, alles gesagt. Kenn jede Straße hier beim Namen. Hier leben Träume auf Kredit. Was immer so war, muss nicht immer so bleiben. Grüß die guten alten Zeiten. Und ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kannten. Denn ab jetzt wird alles anders. Es ist nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es wird nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Es ist Zeit für bunte Zeiten. Hier muss ich nicht alles reimen. Und ich fahr jetzt ans Meer. Ich schmeiß die alten Pläne weg, weil ich auf neue große setz. Ey, man bereut nur, was man lässt. Yeah. Was immer so war, muss nicht immer so bleiben. Grüß die guten alten Zeiten. Und ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kannten. Denn ab jetzt wird alles anders. Es ist nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es wird nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Wann komm ich zurück? Macht euch keinen Kopf um mich. Weiß dann bestimmt, wie früher ist. Wie früher ist. Und bis dann sag ich. Ciao, 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 ciao. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kannten. Denn ab jetzt wird alles anders. Es ist nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es wird nichts mehr, wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, Knappe, Alexander Knappe, bei uns im ersten Fernsehgarten in der Jubiläumssaison, 35 Jahre Geburtstag, einen ganzen Sommer lang gleich. Maite Kelly ist bei uns, Mike Singer und Jan-Martin Block, ne?
Sie wissen schon, passt alles ganz, ganz gut zusammen. Hans Klock wird uns mit einer zweiten Illusion verzaubern und Giovanni Zarella wird singen mit Ciao und wird eine Mama überraschen und Sally wird passend dann zum Muttertag die erdbeergerollte Torte fertig machen. Ich stehe zwischen Patrick und Darix Volko, Brüder. Vor uns sehen Sie was aufgebaut, hinter uns ein Auto. Was könnten diese beiden tollen Männer vorhaben? Geht es vielleicht darum, über das Auto, über das Ei zu fahren mit dem Auto und das Ei geht nicht kaputt? Schleppen Sie womöglich ein anderes Auto mit Hilfe des Eis ab? Liegt das Ei womöglich auf dem Dach des Autos und es darf nicht herunterfallen? Warum ist das Auto blau? Warum sind die beiden Brüder und noch nicht verheiratet? Warum will mich keiner? Fragen über Fragen. Die beiden sind aus Italien und verstehen kein Wort. You don't understand anything, lo? Kaputt, I understand. Kaputt? The car not kaputt. No, the car not kaputt. Lo, lo, lo. So, das wird unser verrückte Nummer hier im Jubiläums-Saison-Fernsehgarten, also im Auftakt-Fernsehgarten mit Patrick und Darix. Und ich sage Ihnen, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ich schickte gestern von der Probe ein heimliches Foto zu meinem jüngsten Sohn und er schrieb nur zurück, mega, Mama. So. Gut, okay. Wir blicken musikalisch jetzt kurz zurück ins letzte Jahrtausend, in das Jahr 1978. Denn da kam der Song heraus, den wir jetzt gleich hören werden. Und der wurde, so wie die meisten anderen Songs von Frank Farian, zu Kultsongs. 20 Wochen auf Platz 1 in Deutschland, Platz 1 in Österreich, Platz 2 in Großbritannien und der Schweiz. Und dann hat dieser Song eben im November 2020 bei Social Media sowas wie ein Revival erlebt. Auf einmal wurde dazu in einer bestimmten Choreografie getanzt. Wir haben Bilder dazu. Hier sind Bonnie M. featuring Liz Mitchell. Thank you.
Bonnie M. featuring Liz Mitchell und ganz, ganz viele Bonnie M. Hits am Stück, die gibt es nachher bei uns als Zugabe. Jetzt darf ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, etwas ganz Besonderes präsentieren. Es ist mein erstes Mal und ich bin mega angetan, geflasht und vor allem neugierig. Das Thema der nächsten Minuten heißt, Achtung, Lach-Yoga. Und ich begrüße die erste Vorsitzende des Europäischen Berufsverbandes für Lach-Yoga und Humortraining e.V. und zugleich Lachtrainerin, ja. Cornelia Leisch. Herzlich willkommen. Und danke. Jede Menge, so wie sagt man das jetzt gendergerecht? Lach-Yogininnen? Lachfreundinnen. Frauen und Männer, die sich online in diesen Zeiten beim Lach-Yoga in Sachen Lach-Yoga kennengelernt haben. Ihr seid kein Paar. Eins schon. Ah! Ich habe auch gerade frecherweise zu allen gesagt, wer im Fernsehgarten noch Lach-Yoga braucht, der Fernsehgarten ist Lach-Yoga und wir verkuppeln auch gern. Geht gut. Beim Lach-Yoga wirklich nicht auch beim Lachen. Okay, doch, geht gut. Als allererstes, bevor wir gleich Übungen machen und Sie zu Hause, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, machen Sie mit. Bitte. Allein, dass man, ehrlicherweise, ich lache dann über mich selber und auch das ist gesund, oder? Ja. Ja. Warum ist Lachen überhaupt gesund? Was macht das mit uns? Ach, das wissen wir alle. Das baut Stress ab. Das bringt mehr Sauerstoff in die Körperzellen. Aber es geht ums Lächeln. Aha. Weil das schafft die Verbindung. Okay, gut. Wollen wir einfach mal anfangen? Wir machen das. Ich mache mit. Ihr tönt vor, als sei keiner da. Alle dürfen auch mitmachen. Gut. Also jetzt verstärken wir einfach mal das Lächeln. Da fassen wir hier an, so in die Luft. Und einatmen. Und entspannen. Ausatmen. Und nochmal. Und beim dritten Mal atmen wir erst aus, wenn wir zwei Leuten in die Augen geschaut haben. Okay. Naja, das wäre jetzt gleichzeitig gegangen. Jetzt zweimal zwei Leute in die Augen schauen. Ja, dann gleich noch eine hinterher. Los, das macht Spaß. Eine Aktivierung, kleines Fäustchen machen und Auja sagen. Auja. 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 Ja. Auja. Nach der Sendung gibt es einen Schnaps. Oh ja! Und dann einfach eine Übung zum Lockermachen. Linke Hand hochheben, so locker ein bisschen schütteln und ein klein bisschen dazu kichern. Und einfach mal schauen, was passiert, wenn wir das machen. Das ist doch jetzt fake, Mädels. Mach mal einfach weiter. Red mal nicht, sondern mach einfach weiter. Kichern, aber das kommt ja nicht wirklich aus uns heraus. Im Moment noch nicht, aber es fängt dann irgendwann an. Wenn man redet, kommt es nicht. Wenn man lacht, kommt es. Ehrlich? Ja. Und jetzt alle Kolleginnen und Kollegen, jalla, kichern. Und jetzt entspannen wieder. Ja. Und jetzt dasselbe mit der rechten Hand und jetzt mal ohne reden. Und jetzt entspannen, nochmal Luft holen und jetzt mit beiden Händen. Und eine Koordinationsübung. Ja. Wir machen gleich weiter. Hände voreinander halten und dann geht's los mit dem Daumen, an Daumen. Ho. Ho. Ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Und jetzt mit hi. 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 Hoffentlich guckt meine Familie nicht zu. Ja, das sind die Gedanken, die am Anfang kommen können. Das ist am Anfang für viele Leute peinlich. Nein. Doch. Das macht mega Spaß. Ehrlich. Ich weiß. Das ist wirklich der einzige Moment, den es bei vielen im Leben noch gibt, wo es einfach ganz egal ist. Einfach mal machen. Der Trend geht zum Clown machen. Aber das ist so schwer. Ja, wir können so schwer loslassen, weil das Hirn immer aktiv ist. Ja? Und wenn man länger lacht, ich meine,
wir brauchen eine halbe Stunde, bis wir wirklich loslassen können. Ehrlich? So lange dauert es, bis der Verstand ruhiger wird. Bis er sagt, okay, es ist mir jetzt egal, was die macht. Vorher kommt der Verstand immer und sagt, das ist jetzt nicht echt und lass es bleiben. Und was sollen die Leute denken? Ehrlich? Ja, ja, das ist halt das, was so unser Verstand uns erzählen will. Es hat sich Ihr Leben, also ich weiß jetzt nicht, welches Mikrofon auf ist, aber jetzt mal ganz praktisch, dass Sie als Yoga-Meisterin das zum, sozusagen, dass sich all das durch Ihr Leben zieht, okay. Aber jetzt bei den Frauen, die jetzt gerade erst angefangen haben, oder auch bei Ihrem Mann, wirkt sich das auf den Alltag aus? Und wenn ja, wie? Ja? Ja. Sagen Sie ruhig. Was passiert mit Ihnen? Ich kann mich einfach entspannen dadurch und ich schöpfe neue Energie und Kraft und das ist einfach herrlich. Ne? Nur in dem Moment, wo Sie diesen Unterricht machen oder auch generell im Alltag, weil sich das wie ein Training sozusagen im Gehirn festsetzt? Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt auch gemerkt, wenn ich es immer wieder mache, ja? Dann verfestigt sich das automatisch und bei sämtlichen Alltagssituationen kann ich es dann direkt abrufen. Ist Lach-Yoga, danke, ist Lach-Yoga wichtiger denn je? Sind wir erschöpft vom uns Sorgen machen? Sagen Sie ja. Ich glaube, ja. Ja. Es ist ganz schwierig, überhaupt noch ein Gespräch positiv zu halten. Nach 5 Minuten geht es um Sorgen. Sofort. Ja. Wissen Sie was ich an mir auch selber feststelle, was meine erste Frage wird? Sie wissen's. Ich bin neugierig, ich weiß es nicht. Und? Bist du geimpft? Ach so. Was ist denn das für eine Gesprächseröffnung? Was ist denn mit mir los? Ja. Aber das Lachen habe ich nicht verlernt. Bei mir ist ja oft so, ich drehe das ins Gegenteil. Wenn es zum Heulen nicht reicht. Ja, es hilft uns einfach. Das ist eine natürliche Strategie, um mit Schwierigkeiten klarzukommen. Das haben wir als Kind immer gemacht. Ja. Über Schwierigkeiten gelacht und dann wird es uns aberzogen. Wie oft muss ich trainieren? Da, meine Nichtlächler. 1 Minute. Ja, wir lachen jetzt. Ja, ganz schnell. Wie oft muss ich, oder was ist Ihre Erfahrung, Cornelia, wie oft mache ich das, dass ich wirklich erste Resultate spüre? Also ich sag mal, nach 6 Stunden ist man schon so ein bisschen konditioniert. Gut. Das, konditioniert. Das richtig konditioniert. Ja, wir machen noch einen. Okay. Noch was Verrücktes, dass alle sich zu Hause an die Stirn fassen. Nee, wir machen was Nettes. Wir pflücken jetzt imaginäre Blümchen für die Mütter. Gut. Die pflücken wir hier ein Blümchen und dann riechen wir dran an diesem wunderbaren Duft. Ah. Und dann verschenken wir es einfach. Oh, danke. Und dann für die andere Mama, genau. Zur anderen Seite. Ah. Da. Hey. Ja! Oh, ganz viele. Bitte! Lach-Yoga. Man lernt nie aus. Wunderbar und es macht glücklich. Weil die Glückshormone kommen. Das bleibt nicht aus. Nein. Gut, vielen, vielen Dank. Danke Ihnen, danke. Okay, ich weiß, dass meine nächste Künstlerin, und ich laufe sogar barfuß, so warm ist es auf einmal. Ich weiß, dass meine nächste Künstlerin sofort bei Lach-Yoga mitmachen würde, denn sie ist aufgeschlossen für all das und sie ist eine frohe Natur. Sie war unglaublich kreativ im letzten Jahr. In diesem besonderen Jahr, hat über 50 Songs geschrieben, 12 haben es auf das neue Album Hello geschafft. Und mit diesem Album, das ist sozusagen ihr erstes Soloalbum, wo es direkt ganz nach oben in die Charts ging. Und darauf kann sie, wie wir finden, zu Recht unglaublich stolz sein. Der Song, den sie uns jetzt mitgebracht hat, ist eine Liebeserklärung an den Schlager oder wie sie selbst sagt, ein Song, der wie ein 3-Minuten-Urlaubsfilm ist. Einfach Hallo. Einfach ich liebe dich, liebe Maite Kelly. Du sagtest einfach Hello. Einfach Hello. Im Zug nach nirgendwo. Ti amo. Die Liebe ist wie ein neues Leben. Nur die Liebe lässt uns leben. Wie die Sonne in der Nacht, ein Stern, der deinen Namen trägt, haben wir immer aufgelegt. Marmor, Stein und Eisen.
sich nicht, tanzt in atemlos durch die Nacht und haben nie Nein gesagt. Du sagtest einfach Hallo. Liebe lebt, er wird sofort verstehen. Gefühle haben keine Schweigepflicht. Denn Hasser, Tränen lügen nicht. Manchmal möchte ich schon mit dir, denn du gehörst zu mir. Ganz in Weiß mit Rosen aus Athen. Wir wollen niemals auseinandergehen. Du sagtest einfach Hallo. Nach nirgendwo. Du schenktest mir dein Herz jenseits von Eden einfach so. Du sagtest einfach Hallo. Einfach Hallo. Im Zug nach nirgendwo. Ti amo. Die Liebe ist wie ein neues Leben. Merci. Eine überragende Ehrenfrau. Maite Kelly mit dem Applaus vom 7. August 1988. Da war der Fernsehgarten 2 Jahre alt. Danke, 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 liebe Maite. Und ja, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und ein neuer Fernsehgarten, eine neue Fernsehgartensaison ist wie ein neuer Sommer. Wir sind gestartet in die Saison 2021 und ich darf Ihnen sagen, dass wir gleich noch den Hit von Maites DSDS-Jurykollegen, aber vor allem, er ist ja viel mehr als das, er ist ja wirklich ein Megastar mit einer riesigen Fanbase, einer riesigen Fangemeinschaft. Und er hat sich den Riesenhit vorgenommen, eines bekannten Künstlers, und wird den bei uns singen. Verdammt, ich liebe dich. Mike Singer wird bei uns sein. Und dann derjenige, der DSDS gewonnen hat, Jan-Martin Block, der hat eine Stimme. Da fliegt das Blech weg. Der singt auch. Also ja, so geht das eben. Okay, aber jetzt gehört die Bühne ihm, dem schnellsten Magier der Welt. Wie immer wird es auf das perfekte Timing ankommen und auf seine magischen Fähigkeiten. Er ist Weltklasse. Fernsehgartenbühne frei für Hans Glock. We'll be right back.
haben so ein schwacher, wirklich, wäre jetzt hier ausverkauft, Hans, der Lerchenberg würde beben. Und ich war jetzt ganz nah dran. Wie viele Meter sind das? 5. Auch die Kollegen. Typische Bewegung bei Hans. Wie macht er das? Toll. Thank you so much. Thank you. Wow. Was eine Nummer. Okay. Und der Geräuschpegel würde auch gar nicht geringer werden oder gar abebben nach Hans. Ein großer Teil der Zuschauer, vor allem die ganz Jungen, die würden jetzt jubeln. Läuft bei ihm ein mega erfolgreicher Musiker. Also DSDS-Jury, Millionen Fans in den sozialen Netzwerken. Und dann hat er auch noch den Matthias Reimitt aus dem Jahr 1990 neu aufgenommen und interpretiert. Verdammt, ich lieb dich. Aber wie? Hier ist Mike Singer. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich. Jury on the beat. Young Mage, mach die 808. Ich zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht. So wie ich es eigentlich immer mach. Ich brauch dich dafür nicht. Ich hänge an der Bar, trinke Whisky-Eis, weil du mir mittlerweile nicht mehr schreist. Das macht mir nicht. Gegenüber sitzt irgend so ein Typ. Ich stell mir vor, dass du mich mit ihm betrügst. Das juckt mich nicht. Doch plötzlich dreh ich durch, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass besser mein Girl in Ruhe. Er fragt mich, bist du verrückt? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein, jetzt bin ich. Oder nicht? Nein, ich hab nicht in deine heile Welt gepasst. Kann nicht verstehen, warum du das mit mir machst. Ich glaub das nicht. Vor mir liegt immer noch mein Phone. Dass von dir nichts kommt, bin ich schon gewohnt. Es klingelt nicht. Hab zu viel geraucht. Sag mir, es ist das, was ein Mann so braucht. Doch niemand sagt auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich. Mike, echt wirklich eine gute Nummer, Giovanni, gell? Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Und ich weiß auch von Matthias Reim, wirklich, der hat dich geadelt auch und hat gesagt, ja. Was eine super, super Version meines Hits. Mike ist so der Sound der Zeit gerade, das finde ich sehr absolut stark. Absolut. Mike ist einer von uns. Ja, auf jeden Fall, der passt gut hier hin. Ciao. Grazie. Ciao, danke, Mike. Gut, okay, Giovanni. Du bist auch eine Generation, eine andere. Ja, ja. Eine andere als Mike auf jeden Fall. Er ist deutlich jünger. Aber wir haben mitgesungen. Und was mit Giovanni macht es immer so Spaß, weil er hat ja auch so Mimik und Gestik und er kann bei Verdammt, ich lieb dich, Mike singt das einfach und Giovanni, der weint. Ja, das stimmt. Wir haben gerade ein Spielchen gemacht. Ich wollte immer und sie wollte immer nicht. Aber so ist das eben. Will sie nicht. Nein. Du warst bei Dali Dali als Gast? Ja. Ja, das musst du erklären. Klar, Dali Dali per se gibt es nicht mehr, aber doch. Oh, es ist so toll gewesen. Ja? Es gibt ein absolutes Dali Dali Special, das in wenigen Tagen kommt, das du weißt. Donnerstag 2015,
bei uns im zweiten. Kannst genau. du das eigentlich schon? Gibt's das noch mit dem zweiten? Doch, kann man schon machen. Sieht man besser. So. Ja. Deutlich besser sehe ich ja, sogar. Ja, deutlich. Und es ist ein Special. Johannes Bekerner moderiert das Ganze. Und es gibt natürlich diese Rateteams eben. Ich war im Team mit Guido Kanz. Und all diese Spiele, die man eben aus dieser Zeit so geliebt hat. Ja. Mit Rosenthal damals, wo man eben Dinge erraten muss und Dinge spielen muss. All das gibt es jetzt wieder. Und ich habe wirklich mich gefreut, wie ein kleines Kind da dabei sein zu dürfen. Ja, ja. Wirklich ich habe so hab hab noch drei, vier Zahlen. Bitte. Also wirklich 1971, also vor 50 Jahren, und zwar am 13. Mai. Erste Sendung und dann insgesamt 15 Jahre lang von 71 bis 86. Wahnsinn. Also Dalli Dalli hörte auf, der Fernsehgarten kam. Ja. Und die Originaljury Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Ja. So, und habt ihr, ich ehrlicherweise, ich habe es vergessen, spielt man um etwas, gewinnt man, hast du gewonnen ja, das oder Schöne hast du gegen Guido gespielt? Ich habe mit ihm im Team gespielt, ob ich gewonnen habe, das sieht man natürlich am Donnerstag, ist ja Mano. Ganz klar. Aber jeder Euro, der erspielt wird, geht natürlich in die Rosenthal-Stiftung für den guten Zweck und das ist das Allerschönste daran. Das war damals schon bei ihm so, in den 70er Jahren, 80ern, dass alles, was erspielt wurde, wurde immer für einen guten Zweck erspielt und dann macht die Sache natürlich doppelt so viel Spaß. Aber jetzt nochmal, also es gibt die Jury, Rosi und Christian und ihr als Team spielt sozusagen gegen die beiden? Genau. Oder gab es noch ein anderes Team? Es gibt viele Teams. Wir waren insgesamt 8 Teams. Ach so. Immer mit zwei Mitgliedern besetzt. Ich war mit Guido Kanz eben im Team. Und die spielen dann gegeneinander. Erstmal eine Vorrunde, dann ein Halbfinale und dann das große Finale. In dem ich... War? Vielleicht. Vielleicht. Aber nicht vielleicht, sondern ganz sicher eine kleine Matz. Bitte. Die Aufgabe lautet, ihr müsst euren Spielpartner bei einem Datingportal anpreisen. Was? Dalli, Dalli. Blond. Schön. Dunkelhaarig. Groß. Rothaarig. Bringt alles mit. Guter Sänger. Und guter Tänzer. Oh. Sag mal. 40 Sekunden sind's noch. Dalli, klick. Drin. Drin. Dalli, Dalli. Sekunden noch. Oh, der will der Herr Delling. Tut euch nicht weh. Gut, Gerhard hat schon fertig. Gerhard, mehr gibt's nicht. Ihr seid der Meinung, das war Pizza! Aber da sitzt du doch. Da ist doch klar, dass das Finale war, wenn Johannes springt. Nein, der Spitze hat er öfter. Das war springt öfter. Er? Das Schöne ist, wir hatten so kleine Drücker. Ja? Und wenn alle gedrückt haben, früher war das ja mit den Zuschauern, und wenn alle gedrückt haben, also die meisten von uns 8, dann gab es eben diesen extra Punkt und dann musste er springen. Das war schön. Unvergessen, oder? Ja, unvergessen. So richtig noch so handgemachtes, lineares Fernsehen. Ja, und es werden auch noch 2 Protagonisten zu sehen sein, oder 3 sogar, aus der Zeit sogar noch, die damals Originalbesetzung waren. Und das muss man sich unbedingt ansehen. Donnerstag 2015, Dalli Dalli, die Jubiläumsshow sozusagen zum 50. Geburtstag, Johannes Bekerner moderiert und definitiv im Finale. Nein, das hat niemand gesagt, aber ich würde es toll finden. Ich würde es auch toll finden. Und wir machen Dalli Dalli weiter, Schnuppilein, mit einer Muttertagsüberraschung. Ja. Ja. Darf ich? Du darfst. Ich darf. Das ist Spitze. So, einmal. Also nochmal, eine Mama möchten wir überraschen an diesem ganz, ganz besonderen Tag. Und wir schalten diesmal zu einer Mama, die nicht in Deutschland lebt, sondern in der Schweiz. Ihre Tochter hat sich bei uns gemeldet und uns gesagt, dass sie ihre Mama doch schon viele Sorgen gemacht hat und dass es sogar eine Zeit gab, in der die beiden keinen Kontakt hatten. Und das fand sie natürlich blöd und schlimm. Und jetzt aber ist alles schön und gut. Und da sitzt sie auch schon. Das ist die liebe Claudia. Und da schaut sie auch schon zu uns. Hallo Claudia! Claudia, hörst du mich? Nein. Ist alles schön und gut und da sitzt sie auch schon. Das sie hat einen ganz schönen Versatz drin, wir müssen uns ein bisschen gedulden. Hallo, mein Gott. Ja, Claudia. Oh Gott, wir werden aneinander vorbeireden die ganze Zeit. Wir haben einen großen Versatz, aber ich hoffe, die Freude ist trotzdem da. Die Corinne hat sich gemeldet bei uns, deine wundervolle Tochter, um ihre Mama zu grüßen und sie zu überraschen. Ist die Überraschung denn gelungen? Ah, oh, definitiv. Hallo, ich bin voll überwältigt. Nein, was soll ich dir an? Oh mein Gott. Ach Gott, wie süß. Corinne, siehst du mich? Corinne, ja, hallo. Hey, Giovanni. Corinne, ciao, Bella. Erzähl doch mal, warum deine Mama so wundervoll ist. Meine Mama, die ist so wundervoll, weil, obwohl sie schwere Zeiten mit uns allen hatte, mit allen Kindern,
sie war trotzdem immer für uns da und schaut immer, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben und ist einfach so das Oberhaupt der Familie, die alle zusammenhält. Und deswegen wolltest du überraschen. Ah, ist das schön. Wunderschöne Familie seid ihr. Und du hast deiner Mama ja auch schon ein schönes Geschenk gemacht, Corinne. Du hast ja auch einen Sohn schon, der Brian. Ist der auch bei euch? Ja, der ist auch bei uns. Das kann man ja gar nicht glauben, dass deine Mama schon Oma ist. Das glaubt doch kein Mensch. Schau sie dir mal an. Ja, sieht jung aus, ne? Sieht wundervoll aus. Ganz schöne Familie. So, jetzt wollen wir aber auch noch die Kiwi dazu nehmen. Vielleicht hat nämlich deine Mama noch eine Frage an die Kiwi oder möchte was von der Kiwi wissen. Ach, oder? Guck mal, oh Gott. Brian. Ciao, Brian. Ciao, Bello. Schwinke. Und da ist der Papa im Hintergrund auch noch. Was eine Riesenfamilie. Und drei Ach, Töchter. Gott. Claudia, Respekt. Respekt. Da ist der Papa noch, genau. Wie genau. Schön. Hallo noch. Ciao zusammen. Wow. Hallo, liebe Freunde. Alles Gute für eure schöne Familie. Was für eine schöne Familie. Ja, toll. Gut gemacht, gut gemacht. Und schön. Also, wenn die Claudia mit dem Brian unterwegs ist, denken alle, wow, guck mal, so eine Mutter gestanden. Die großen Kinder sind aus dem Haus, kam noch ein kleines hinterher. Ja, stimmt. So, toll. Mensch, toll. Wie schön. Dankeschön. Wir lassen euch ganz viel Grüße da, eine herzliche Umarmung. Passt aufeinander auf und seid vor allem gut zueinander. Ja. Aber da mache ich mir keine Sorgen bei euch. Alles, alles Gute euch. Danke für die Überraschung. Wow, ihr seid spitze. Ciao, Claudia und Bascho. Ciao, ciao, ciao. Liebe Grüße in die ciao. Schweiz. Ach Gott, wie süß. Nach Nidwalden. Ach, wie süß, oder? So auch so dieses, oh, das bin ich ja im Fernsehen. Ja. Giovanni redet mit mir. Ah, schämen, schämen, schämen. Drei Töchter. Schön, ne? Mama, guck's dir an. Ja. Drei. Drei davon. Drei davon. Gut, okay. Weiter geht es mit Musik. Du bleibst bei mir, denn wir hören ja noch. Gerne. Ciao und ja, vor allem wirst du dann gleich direkt nach dem Fernsehgarten weitermachen mit den heimlichen Helden. Direkt im Anschluss. Na? Aber jetzt machen wir Musik. Der 3. April, das war für ihn sozusagen so ein mega Glückstag. Vor gut einem Monat war das. Seit diesem 3. April ist er, darf man das sagen? Ja, der neue deutsche Superstar. Ja, kann man er gewann, sagen. Deutschland sucht den Superstar. So, der Mann hat eine Stimme, da fliegt dir das Blech weg. Ja. Wow, wow, wow. Ich habe vorhin schon gesagt, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich überwinden die deutschen Radios diese Arroganz. Nein, Gewinner von Castingshows spielen wir nicht. Gibt es nämlich gar keinen Grund für. Der Song ist dufte, seine Stimme ist dufte. Und wenn ihn alle unterstützen, dann ist das ein Sänger, aus dem was werden kann, bin ich mir ganz sicher. Bei uns, lieber Jan Maaten, bist du immer herzlich willkommen. Never Not to Try, hier ist der Siegersong dieses Jahres. Deutschland sucht den Superstar. Und der Gewinner, Jan Maaten Block. When all your patience is gone and you're embracing the fall, no more debating, you've been waiting too long. When all the trouble you got takes over and doubles your lot, you got it harder, so work harder on that. Oh, I'm gonna be more than memory, each part of me more than history. So don't bother me now. When I'm rolling deep, when I lose my mind, no, I never, 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 never not try. If I'm in too deep and I lose my mind, no, I never, 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 never not try. Never give up on yourself, even if no one can tell how much you're hurting, don't start deserting yourself. When all the trouble you've got gets you in bubbling hot and stormy water, gotta work harder on that. Oh, I'm gonna be more than memory, each part of me more than history. So don't bother me now. When I'm rolling deep, when I lose my mind, no, I never, 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 never not try. If I'm in too deep and I lose my mind, no, I never, 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 never not try. Never.
gonna try. Never not try. Never not try. Never not try. When I'm rolling deep, when I lose my mind, no, I never, 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 never not try. If I'm in too deep and I lose my mind, no, I never, 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 never not try. When I'm rolling deep, when I lose my mind, no, I never, 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 never not try. If I'm in too deep and I lose my mind, da habe ich doch nicht zu viel versprochen, oder? Never not try. Dankeschön, Jan-Martin Block. Und das gilt eigentlich auch für Sally, die, ich weiß das, weil Murat, ihr Mann, das gesagt hat, als sie mit der Idee kam, komm, ich mache so im Internet einen eigenen kleinen Kanal, war auch erstmal so, aber never not try. So, heute ist die Muttertagstorte dran. Ja. Und du hast die, Sally, vor gut einer Stunde, ne? Ja. In den Kühlschrank. Genau. Also wie ist es ihr ergangen? Ihr ging's gut, länger ist natürlich besser, aber wenn ich jetzt nur eine Stunde Zeit habe, stecke ich sie auch mal ganz kurz ins Gefrierfach. Okay. So 2 Stunden ist schon noch besser, dann zieht sie auch besser durch. Ja. Und jetzt habe ich sie hier auch schon rausgelöst und bestreiche noch den Rand so ein bisschen mit Creme. Und es muss jetzt gar nicht perfekt aussehen. Also auch so, wie es hier jetzt aussieht, das ist völlig normal. Denn die wird ja gleich schön dekoriert. Genau, du coverst sie sozusagen noch. So, jetzt erklär mal, was kommt da noch alles dazu und was, um Himmels Willen, ist Ruby-Schokolade? Genau, ich habe mir jetzt was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich hier diese Gebäckröllchen. Mhm. Und die müssen ja irgendwie an die Torte ran. Ja. Wenn man sie jetzt nur so dran stellt, dann fallen sie natürlich immer wieder weg. Ja. Und deswegen dachte ich mir, tauche ich sie doch in Kuvertüre. Und weil es eben Muttertag ist und was ganz Besonderes sein soll, habe ich Ruby-Schokolade verwendet. Und zwar kennen die wahrscheinlich noch nicht alle. Nein. Vor 80 Jahren wurde die letzte Schokoladensorte entdeckt, das war die weiße Schokolade. Und dann dachte man in der Chocolatier so, okay, weiße Schokolade, Vollmilch und Sattbitter. Wir haben alles entdeckt, es ist fertig. Ja. Aber der Schweizer Schokolatier Barry Callebaut hat mal seine Kakaobohne in ein Institut gegeben an der Universität und wollte wissen, aus was die Kakaobohne besteht. Also entschlüsselt die mal. Und da hat man im Prinzip ganz zufällig festgestellt, da ist noch eine Kakaobohne und die hat irgendwie einen Gendefekt. Also irgendwas stimmt mit der nicht, die ist rot. Und dann haben sie die einfach ausprobiert und rumgetüftelt. Und es hat 13 Jahre gedauert, bis man entdeckt hat, dass diese Kakaobohne rosa ist. Also von Natur aus. Und die macht rosa Schokolade? Ganz genau. Die kannst du gern mal probieren. Ja? Ich schieb die mal so rüber. Das ist richtig Schokolade, aber Schokolade. Rosa? Also im Prinzip neben weißer Vollmilch und Zartbitterschokolade. Und ich dachte jetzt, die würde nach Erdbeeren schmecken oder Frucht. Tut sie aber nicht. Tut sie. Doch, doch, du bist nicht, also eigentlich schmeckt die ganz fruchtig und so leicht säuerlich, wenn man sie so... Jetzt kommt das Säuerliche? Genau. Und das ist aber das ganz ist wirklich, weil sie so ist? Genau, da von ist Natur aus. Wow. Da ist nichts dran. Und es hat 13 Jahre gedauert, bis sie entdeckt haben, okay, so kann man sie dann auch verarbeiten. Also wirklich ohne Farbstoffe, lecker, ohne Konservierung, ohne alles. Die ist einfach rosa. Gut, ich mag das gern. Und was bei Schokolade ganz wichtig ist, jetzt nicht nur bei der Ruby, sondern wirklich bei jeder Schokoladensorte, dass man sie temperiert. Ich weiß, dass viele es immer so machen, die stellen sie einfach auf kochendes Wasser. Und ich kenne das nur vom Klavier, dann, das wohltemperierte Klavier. Ja, wie dann temperiert man denn Schokolade? Ja, dann geht es vielleicht ein bisschen schief. Also am besten Wasser kochen lassen, ja, den Herd ausschalten. Gut. Wirklich vom Herd runterziehen. Mhm. Und dann nimmt man 2/3 der Schokolade, man kann es ja ganz einfach machen, 200 Gramm hier rein, 100 Gramm habe ich noch hier. Mhm. Und 2/3 schmelze ich hier einfach über dem Wasserbad. Ja. Und dann hat die Schokolade so ungefähr über 50 Grad. Ja. Man spart sich so das Thermometer mit dieser Methode, die nennt sich übrigens Impfmethode. Weil ich jetzt mit dieser festen Schokolade die warme Schokolade impfe. Ah, genau. Gut. Und dann bekommt die nämlich, wenn sie fest wird, Schokolade hat so ganz verschiedene kristalline Zustände, muss man jetzt nicht wissen. Aber dann bekommt die praktisch die perfekte Temperatur und wird später auch schön fest. Ja. Das heißt, die wird fest, bekommt nicht diesen grauen Schleier, den man vielleicht so kennt. Ja, okay. Zartbitterschokolade. Und die brauchst du auch, damit du nämlich den Röllchenzaun, damit ganz coverst genau du sozusagen die Torte. Genau, also hier habe ich ja die Torte jetzt.
Und dann, weil die Torte ja schön kalt ist, wird die Kuvertüre da auch schön fest. Ja. Das heißt, ich tauche jetzt hier die Röllchen bis zur Hälfte ein, lasse die kurz abtropfen. Wer möchte, kann auch noch ein bisschen Kokosfett dazugeben zur Schokolade, dann bekommt sie noch mehr Glanz und ist beim Abkühlen nicht ganz so fest, sondern ein bisschen besser zum Schneiden. Wow, ist wirklich schön. Ja. Alles ehrlich, alles, was du machst, ist für mich nachvollziehbar. Und ich habe von Backen und Kochen keine Ahnung. Ich bin blutiger Anfänger. Und, aber weißt du, du hast so diesen Pfiff, Raffinesse. Das sind ja alles Sachen, die man kennt, nur du gehst damit völlig anders um. Ja, ich glaube, es kommt daher, ich habe ja zu Hause angefangen zu kochen und zu backen. Ich habe es ja nicht gelernt. Ich bin keine Konditorin und kein Koch. Nee, du und bist Lehrerin wie ich. Lehrerin, aus dir ist was geworden, aus mir nicht. Und doch. Und ich habe im Prinzip mit dem Werkzeug, was ich zu Hause habe, mir die Patisserie und das Kochen und Backen einfach angeeignet. Ja. Und ich glaube, das ist so der Vorteil, warum ich das dann denen zu Hause eben auch ganz gut erklären kann, weil jeder mit dem Werkzeug zu Hause arbeiten kann. Guck mal, schön. Guck mal, und es läuft dann da so am Rand noch ein bisschen runter. So, und dann würdest du das jetzt rundherum? Das würde ich jetzt rundherum machen. Den Lattenzaun setzen, genau. Ja. Und oben muss es gar nicht so glatt sein, denn... Ganz genau. Denn da kommen jetzt die Erdbeeren rein. Mhm. Ich meine, man kann auch eine Himbeertorte machen, das sieht auch wunderbar aus. Aber ich finde, wenn man hier oben diese halbierten Erdbeeren noch so schön drauf gibt. So schön, wirklich wunderschön. Und dann kann man noch ein Geschenkband drum wickeln. Wunderschön. Und es der Mama zum Muttertag schenken. Wunderschön. Und es ist eben was Besonderes, weil die Ruby-Schokolade einfach so die besondere Schokolade unter den 4 Schokoladensorten ist. Und hier sieht man jetzt auch, was du eben vorhin schon gesagt hast, Sally, dass die Böden, also die sind ganz genau nicht horizontal, sondern vertikal. Tom und ich haben schon ein bisschen gezockt, wer welches Stück jetzt mitnimmt. Träum weiter. Es heißt Muttertag und nicht Männertag. Ja, aber du bist keine Mutter, Alter. Gut, das Rezept. www.fernsehgarten.de in der Story auf Instagram. Da können Sie nach wie vor mit Sally flirten. Nee, man kann einfach gucken, wie du es machst. Ne? Ja, nochmal alles Schritt für Schritt. Also jetzt war es ja ein bisschen im Schnelldurchlauf und nicht alle Schritte. Guck mal, wie schön. Aber oder? Online haben wir alles schön. Das ist Schritt Sally Picasso. Nee, ehrlicherweise ist es mehr Monet, so ein bisschen Impressionismus. Wann sehen wir uns endlich wieder? Ja, ich hoffe bald. Bitte. Ja. Ja? Vielleicht noch einen ganz kurzen Tipp, vorm Anschneiden der Torte das Geschenkband entfernen. Genau. Ja. Du kommst, gell? Ja, ich komme wieder. Gut, gut. Ich backe euch. Deine Mama sehr herzlich vom Fernsehgarten. Du grüßt Murat und natürlich deine Töchter. Ja. Riesenapplaus für Sally. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Mhm. Ja. 9. Juli 89. In diesem Jahr fiel die Berliner Mauer. Und zwar 4 Monate später, am 9. November. Oh, jetzt habe ich schnell geredet. Guck doch mal die Zuschauer. Einmal muss ich sagen, sie fehlen mir unendlich. So, jetzt habe ich es gesagt. Gut. Sally, danke, 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 danke. Danke, gut. Vom Backen zum Braten. Das machen gleich Patrick und Darix Volko. Die, naja, Sie haben es gesehen, blaues Auto, Ei, Rennfahrermontur. Ich verrate noch nicht mehr. Super, super, super klasse. Und da die beiden aus Italien sind, muss Giovanni mir bitte, bitte, bitte beim Übersetzen helfen. Aber zuvor wird Giovanni singen. Ich weiß, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn lieben und vor allem diesen Titel. Das ist sozusagen die Muttertagszugabe. Ciao, Giovanni Zarella. Ich spiele gern. Habt ihr auch Lust auf ein kleines Spiel? Wir sind Italiener und wir lieben Tricks. Der da. Aber keine faulen Tricks. Wir sind internationale Filmstars. Aber keiner kennt uns. Unsere Stärke ist die Balance. Aber wir sind keine prima Ballerinas. Warum nicht? Und habt ihr die Idee, wer wir sind? Darix, komm, wir zeigen es ihnen einfach. Hallo, meine Damen und Herren. Oh, du rein!
Wir sind Darix und Patrick Volko. Wir sind Brüder und professionelle Stuntmänner. Es ist sehr schwer, auf zwei Rädern zu fahren. Es gibt nur eine ganz schmale Linie. Die zu halten, das ist echt super, super schwer. Ein Problem, das ich beim Üben für unseren neuen Stunt hatte, ist, dass er etwas mit Eiern zu tun hat. Und weil ich die auch noch gegessen habe, habe ich bestimmt 3-4 Kilo zugenommen. Buon appetito! Jetzt seht ihr selbst, warum ich so zugenommen habe. Ja, aber wartet ab, was wir erst für die Show vorbereitet haben. Aber eins empfehlen wir euch. Nicht zu Hause nachmachen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall nachmachen, denn die beiden sind mega klasse Stuntmen. Herzlich willkommen, Patrick und Darix Volko. Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Jetzt wissen wir natürlich, worum es geht, gell? Habe ich doch gut verkauft. Warum ist das Auto blau? Und Giovanni übersetzt. Okay, die erste Frage. Stuntmen aus Leidenschaft. Habt ihr gesagt, dass euch das im Blut liegt? Muss man das auch im Blut haben, weil man sonst diesen Job gar nicht machen kann? Per fare il vostro lavoro è bisogno avere la passione per questo, averlo nel sangue? Questa è la domanda. Allora, è una domanda un po' strana per noi, perché facendo questo lavoro mio nonno, mio papà, mio zio, io, mio fratello e mia sorella ci siamo nati dentro, quindi non abbiamo fatto il passo, siamo andati a fare gli stunt. Nascendoci dentro era naturale per noi. Ok, für die beiden war das in der Natur. Papa, Opa, Oma, Schwester, Bruder, alle sind Stuntmen, Stuntwoman, beides sozusagen. Ja. Und deswegen war es für sie das Natürlichste der Welt, das fortzuführen. Ein kleines Familienunternehmen, Volko. Wir machen für Sie jeden Stunt. Welches war oder welcher war der gefährlichste Stunt ever, den die beiden gemacht haben? È una cosa che è molto importante sapere, una cosa molto bella. Qual era il stunt più pericoloso che avete mai fatto? Sicuramente quello che verrà, comunque sia quando si fa. E so sagen jetzt heute. Imitazioni americane, il livello è molto alto di pericolosità. Ok, quando lavori in Ben-Hur, Mission Impossible, il livello si alza tanto. Bei diesem Film Ben-Hur, Mission Impossible, das sind natürlich diese Sachen, die sind immer sehr, sehr vom Level sehr hoch, aber jeder Stunt, der gefährlich ist, ist immer der nächste Stunt. So wie heute natürlich, die Konzentration muss hoch sein. Also jetzt ist der heutige Stunt der gefährlichste. Gut. Wolltest du auch was fragen oder willst du einfach nur schön sein und übersetzen? Ich übersetze einfach gut. Nur. Das ist ein schön sein, ist mir nicht gelungen. Oh, oh la la. Ja, bist du happy? Bist du zufrieden? Ja. Bist du zufrieden? Okay, zum Angucken ja. Pizza essen würde ich mit den beiden. Ah, preferirebbe andare a mangiare una pizza con voi che con me. Però va bene. Natürlich. Es machen die lockigen Haare aus, sagt er. Ja, genau. Bei welchem James Bond haben die beiden mitgemacht und gibt es die beiden immer nur im Doppelpack? Allora, due domande. Quale James Bond avete partecipato? E siete sempre in due? Ma guarda, di solito quando lavoriamo per le produzioni grandi ci chiamano sempre tutti quanti insieme e siamo un grande team di stuntmen. E abbiamo lavorato su 007 Quantum of Solace a Riva del Garda. È stata un'esperienza molto bella, molto, c'era molta azione, ci siamo divertiti tanto. Also bei den 007 Dreh am Gardasee war das, wo sie mitgespielt haben und als Team, sie werden immer gemeinsam gerufen, auch als großes Team mit mehreren Stuntmen und deswegen arbeiten sie praktisch Tag und Nacht zusammen. Gut, jetzt James Bond im Fernsehgarten sozusagen. Ihr wollt Patrick und Darix während der Autofahrt zwei Spiegeleier braten. Wie genau wird das funktionieren? Esattamente. Come funziona il vostro stunt? Cosa volete mostrarci oggi? Come funzionerà le uova? Come le frittate? Come funziona? Allora, guarda, io andrò in equilibrio su due ruote, e quindi già questo ha una sua difficoltà. Su due ruote, sì, in equilibrio su due ruote con la macchina. Cercherò di girare intorno a questo cerchio, partirà un fuoco, e io tenendo in mano una padella, quindi con la mano destra, domo la macchina e cerco di non ammazzarmi, non ammazzare nessuno. Con la sinistra tengo la padella e devo cercare di tenerla sul fuoco per far cucinare questo uovo. Ok. Das ist wirklich, das ist eine Wette, sagt er. Er hofft, das geht gut. Also, auf zwei Rädern kommt er hier an und dreht den Kreis um diese Konstruktion, die wir aufgebaut haben. In der linken Hand hält er eine Pfanne übers Feuer. Mit der rechten versucht er, das Auto zu halten auf den beiden Rädern. Auf zwei Rädern. Auf zwei Rädern. Und am Ende hofft er, dass er mir schöne gefrittierte, gebratene Eier zeigen kann. Du wirst kosten. Ich werde es probieren. Und es geht wirklich auch nur, wenn sie durch sind. Okay, Patrick geht bitte zum Auto. Darix geht zum Herd. Okay. Und wir starten das Ganze. Okay, allora iniziamo, ognuno in posizione. Okay. Perfetto. Siete pronti? Andiamo. Pronti? Good luck, good luck, good luck. Wohin gehen wir? Wohin gehen wir?
weiter danach da. Ich würde für die Zuschauer noch mal zusammenfassen. Also, Patrick, der Fahrer, der mit den Locken, wird mit dem Auto auf zwei Rädern im Kreis fahren, und zwar um diesen Kreis. Ja, wenn er über die Rampe gekommen ist und nicht gleich auf zwei Rädern ist, ein Versuch mehr darf er machen. Okay. Ja, so. Ansonsten, wenn er dann gefahren ist, auf zwei Rädern sich da im Kreis drehen. Die Fahne muss die gesamte Zeit über aus dem Fenster gehalten werden. Und das Ei muss wirklich vollständig durchgebraten sein, denn du wirst es am Ende probieren. Ich werde es probieren. Ja, gut. So, und was ich noch zum Thema Sicherheit sagen sollte, wie es die beiden schon auch im Film gesagt haben, nicht nachmachen, das sind Stuntmen, haben feuerfeste Kleidung und Handschuhe an. Die Fahne hat extra einen extrem langen Griff. Das können nur Profis. Und die beiden organisieren sich auch. Also, wenn Darix bereit ist, hebt er den Daumen. Pronto. Pronto. Pata posto. Wenn Patrick bereit ist, hebt er den Daumen. Jetzt wird ihm die Fahne gebracht. Italiener, uns gibt es eine Pfanne oder mit einem Pizza. In und dann geht das Ganze los. Und los geht's. Jetzt muss er. Wow. Um Gottes Willen. Auf zwei Rädern. Schön. Das Gleichgewicht halten. Vai, vai, vai. Comincia a stringere. Comincia a stringere. Okay, perfetto. Vai, vai. So, Ei ist in der Pfanne. Vai, 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 und jetzt muss er wirklich ganz behutsam um den Feuerring rum. Die Pfanne muss heiß sein, damit das Ei auch wirklich brät. Das Ei da, das Auto darf aber nicht kippen. Ach, Herr Jemine. Er muss nah genug an die Flamme ran. Ja, er muss nah genug an die Pfanne. Es ist auch Wind, weswegen manchmal es da noch ausgeht. Er muss aber auch gleichzeitig hantieren. So, jetzt da. Jetzt ist er drauf. Jetzt ist er drauf. Schau mal, hier können wir es gut sehen. Okay, rimani qua, perfetto. Oh, da muss er ganz schön oft im Kreis rum. Und hinten ist er schon dran an dem Ring. Der darf natürlich auch nicht abfallen. Und? Was ist passiert? Oh, voilà. Zack. Finito. Spero che abbiamo finito, che si sia cotto, Giova. Ich habe... sì, sì. Oh, la la, Monsieur. Special, Madame. Wait. Kamera von oben, guckt euch dieses Spiegelei an. Das ist ein Spiegelei à la Darix und Patrick. Sì. Sì. Aus Bella Roma? Ja, aus Bella Roma. Mettiamo qui. Wow. Man muss auch sagen, übrigens, Dali Dali wird doch am Samstag ausgestrahlt. Nicht Samstag, am Donnerstag? Ah, doch nicht am Donnerstag, verzeih. Samstag. Und was das Schöne daran ist, ich habe da sowas Ähnliches gemacht. Nur, dass ich noch mal kurz wiederholen. Da war schon fast zu lang auf dem Ich probiere jetzt, ich bin kritisch. Ich halte schön Abstand. Oh. Wow. Wow. Was eine coole Nummer. Und jetzt Giovannis Gesicht. Guckt. Super. Ja? Ich habe das beste Ei habe gegessen in meinem ganzen Leben. Perfetto. Molto bene, ragazzi. Grazie. Molto, molto bene. Un applauso per i ragazzi. He said this is the best sunny side up egg ever in his whole life. Molto, molto bene. Possiamo aprire un ristorante allora? Sì. Ristorante. Ja, eröffnet ein Restaurant, genau. Una pizzeria a Colonia. Servizio un po' costoso. This is for you, the Mainzel, ja? Okay, thank you. Andiamo a prenderlo. Viele liebe Grüße nach Roma. Dankeschön an Patrick und Dankeschön an Darix. Danke, 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 danke. Und das, was Sie gerade gesehen haben, passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem, was wir nächste Woche vorhaben. Da heißt es bei uns im Fernsehgarten, da staunst du was. Wer könnte denn da der Mann an meiner Seite sein? Liebe Kiwi, herzlichste Grüße aus dem sonnigen Hamburg. Noch bin ich hier, aber nächsten Sonntag bin ich bei dir im Fernsehgarten. Und ich sag mal so, ich habe spannende Experimente mitgebracht. Es wird spektakulär. Auf jeden Fall, ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Ach, und ich freue mich so doll, doll, doll. Wir reden gerade noch, wie tricky das Ganze war. Giovanni bleibt noch hier. Ja. Wir haben gleich Zeit. Aber zuvor gibt es ein tolles Hit-Medley. Hier ist nochmal Bonnie M. featuring Liz Mitchell. Bitte schön. Show me your motion, tra-la-la-la-la, come on, show me.
Rachel, thank you so much. Wow, amazing. Nächsten Sonntag, da staunst du was, der Mann an meiner Seite, dann Bernhard Hohecker, Thomas schön. Anders, Florian Silbereisen, Nino D'Angelo, um nur einige zu nennen. Wow. Vincent Weiß auch. Schatzilein, heimliche Helden. Es geht los. I love you. I love you. Es geht lauf, los. Ciao. Lauf, tschüss. Lauf. Ciao. Tschüss, bis nächsten Sonntag und jetzt heimliche Helden. Ja.